Starte ich jetzt die Aufnahme und ja, dann Frau Fischer, Frau Burschke, vielleicht können Sie sich noch mal kurz vorstellen und dann einfach ein bisschen von Ihren Erfahrungen aus dem Wohnprojekt in Regensburg berichten. Wen haben Sie angesprochen? Ich. Fangen Sie gerne an, Frau Fischer. Wir hatten das ja am Anfang vereinbart. Okay, also mein Name ist Annette Fischer. Ich bin, mein Mann und ich, wir haben zwei Kinder und einen geistig behinderten Sohn mit 27 Jahren. Der hat das Angelman-Syndrom und hat auf jeden Fall auch ein Verhalten, das man da subsumieren kann unter diesem Begriff herausforderndes Verhalten. Wir haben hier mit vielen anderen Eltern und vor allem mit der Familie Burschke diese Genossenschaft, von der ich dann erzählen will, mit den beiden Sechser-Clustern für geistig behinderte Menschen mit einem hohen Unterstützungsbedarf geschaffen. Ich denke, herausforderndes Verhalten, wenn es um das Thema geht, hat eigentlich nur unser Sohn. Im Angelman-Syndrom, die haben fast immer auch ein herausforderndes Verhalten. Der Jakob hatte auch in den letzten 3 Jahren in der Schule 10 Stunden eine Individualbetreuung aus diesem Grund. Soll ich jetzt mal, oder jetzt mal vielleicht mal erst die Frau Burschke und dann kommen wir zum Projekt selber. Okay, also ich stelle mich auch ganz kurz vor. Mein Name ist Annette Burschke. Wir haben 3 Kinder. Unser Sohn mit Down-Syndrom, der Julius, ist jetzt oder wird jetzt nächste Woche 19 Jahre alt und wohnt jetzt seit September eben auch in dieser inklusiven Wohnanlage in einem Cluster und ist sehr glücklich. Und er zeigt Gott sei Dank jetzt nicht so ein herausforderndes Verhalten, aber mich interessiert das Thema auch sehr. Und würde da eigentlich mehr gerne zuhören und mich ein bisschen dafür interessieren. Super spannend. Okay. Ja. Dann fange ich vielleicht kurz mit dem ganzen Projekt an und erkläre, was ich besonders gut für Menschen mit herausforderndem Verhalten finde. Also, wir waren in Regensburg viele Eltern, wir kannten uns aus dem Förderzentrum Geistige Entwicklung und aus dem Förderzentrum Motorische Entwicklung und aus verschiedenen Freizeitgruppen, die alle auf der Suche waren nach einem Wohnen, einem selbstbestimmten Wohnen für unsere Kinder im Erwachsenenalter. Es war klar, die sollen nicht bei uns alt werden und die sollen auch so inklusiv, wie es in der Schulzeit teilweise war, die meisten kommen aus sogenannten Partnerklassen, weiterleben können. Und weil eben unser Sohn dieses Angelman-Syndrom hat, sind wir immer einmal im Jahr auf der Jahrestagung vom Angelman-Verein. Und da haben wir den Urs Bürkle von der Vaubonnaise in Freiburg, der so ein Modell dann erfunden hat oder zum ersten Mal gemacht hat. Und der hat uns so begeistert davon erzählt. Und dieses Grundprinzip ist eine genossenschaftliche Wohnanlage für eine ganz heterogene Hausgemeinschaft, kleine, große Wohnungen, junge, alte Familien, Singles. Und in dieser ganz gemischten Hausgemeinschaft sollen dann Menschen mit hohem Unterstützungsbedarf leben können. Das ist einmal die Architektur. Oh, jetzt bin ich wieder. Und das Wohnen. Und wir wollten auf jeden Fall ein ambulantes Wohnen haben. Wir wollten Wohnen und die Betreuung trennen. Das war dem Urs auch ganz wichtig, als er es uns erzählt hat. Er hat eben eine Genossenschaft in Freiburg in Vauban gegründet mit anderen Eltern zusammen. Und in dieser Wohnanlage lebt eine Fünfer-WG. Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir haben sogenannte Cluster, also das reine Wohnen. Die haben eigentlich alle Einzelapartments. Die haben so eine Größe von 32 Quadratmetern. Die hängen aber alle zusammen und werden über Gemeinschaftsräume erschlossen. Sozusagen eine Luxus-WG. Die haben alle selber die Möglichkeit, selber ein Bad und auch eine kleine Küche, wenn es sinnvoll ist.
Das ist es, kann auch dann noch mehr zu unserem genossenschaftlichen Wohnen mit Gemeinschaftsräumen, mit Gemeinschaftsgarten. Da ist die Inklusion, ist eigentlich das Zusammenleben mit den Kindern im Hof, in der Wohnanlage. Die beiden Sechsergruppen sind nur behinderte Menschen. Und was uns jetzt eben ganz wichtig war, ist zum einen, dass wir das Ganze, die Betreuung über das persönliche Budget, über ein trägerübergreifendes, nicht ganz persönliches Budget organisieren und damit die Möglichkeit haben, die ganz speziellen Bedarfe auch zu unterstützen zu können. Das würde ich sagen, ist ganz gut, weil dann können eben in den Budgetverhandlungen die besonderen Notwendigkeiten, die bei herausfordernden Verhalten da sind. Bei uns ist zum Beispiel ganz wichtig die Kommunikationsprobleme, weil der Kathi können nicht reden, er versteht aber sehr viel, was dann immer zu diesen Ausbrüchen führt. Und sowas kann dann ganz individuell festgelegt werden. Also jetzt wohnen unten zwei Sechsergruppen mit jeweils mit viel Privatsphäre und völlig eigenen Budgets und völlig eigenen Zielen. Und es ist aber ein Dienst, wir alle Eltern, die 12 Eltern von diesen beiden Sechsergruppen, die auch zusammenhängen, die sind offen und durchlässig, können sich besuchen, müssen nicht ins Treppenhaus gehen. Die waren sich einig, wir wollen einen Dienst. Was wir auf keinen Fall wollten, war, dass ein Pflegedienst in der Morgens kommt und dann ein Betreuungsdienst mit Pädagogen irgendwie drüber schaut und am Nachmittag da ist ein eigener Assistenzdienst und vielleicht noch ein paar Putzfrauen. Sondern wir, die Lebenshilfe in Regensburg war so mutig und hat einen Dienst gegründet, das waren schwierige Verhandlungen mit den Krankenkassen, der mit den Pflegekassen dann abrechnen kann, weil wir ja in unserem Budget die Pflegesachleistung drin haben. Und wir haben jetzt einen Dienst, das ist schon ein Dienst und da wird auch ein Plan gemacht, aber der berücksichtigt halt alle Bedarfe der unterschiedlichen Bewohner. Und bei diesem Dienst arbeiten dann Pflegekräfte, Sozialpädagogen, Erziehungswissenschaftler, also die Uni ist ja gleich neben uns, sind relativ viele Pädagogen da, aber auch Heilerziehungspfleger, Kinderpfleger oder irgendwelche mit ganz anderen Berufen. Zusätzlich haben wir dann viele Assistenten, die auch über die Lebenshilfe kommen, Studenten, die unsere Kinder abholen und die dann mit dem eigenen Kind oder mit dem Bewohner die Freizeitaktivitäten machen, die also er möchte. Also das ist so, Jakob mit seinem herausfordernden Verhalten ist natürlich, die Schwierigkeit liegt eigentlich hier nicht im System, sondern die Schwierigkeit, wir haben die Möglichkeit, die Schwierigkeit liegt dann darin, jemanden zu finden, der mit ihm gut umgehen kann. Die Möglichkeit haben wir. Wir haben diese Assistenzstunden als Geld und suchen halt immer wieder, jetzt hatten wir eine ganz tolle Sportstudentin, die mit ihm ins Fitnesscenter gegangen ist, die, jetzt ist es wieder bei mir schwarz. Ja, wir hören Sie weiterhin gut. Okay. Mich irritiert es immer ein bisschen, wenn es so schwarz ist. Dann insgesamt kann ich sagen, wir haben 2012 ist der Urs Bürkli nach Regensburg gekommen. Die Eltern waren eben schon eine große Gruppe, die sich auch gekannt haben. Der Urs Bürkli hat vor allem einen Vortrag gehalten, hat dieses Freiburger Modell vorgestellt und das war so die Initialzündung bei uns. Und dann sind wir die ganze Entwicklung vom Projekt kann ich jetzt zu ausufern, das zu erzählen. Es hat jedenfalls wunderbar geklappt. Wir haben, das Ehepaar Purschke und wir, war viel Know-how da. Wir haben das alles oder zu großen Teilen ehrenamtlich gestemmt, den Bau dieser 10-Millionen-Wohnanlage mit 47
Wohnungen und 3050 Quadratmeter Wohnfläche. Und jetzt steht dieses genossenschaftliche Gebäude. Wir haben von der Stadt Regensburg ein sehr schönes Grundstück kaufen können mit einer Bushaltestelle in 5 Minuten, mit 5 Minuten Fußweg, sodass die auch in Gruppen oder alleine schnell in die Stadt fahren können. Dauert 10 Minuten, ist der Busverkehr, der zur Uni fährt. Also es ist eine gute Anbindung ans Leben in der Stadt. Es ist eine gute Anbindung an das Leben in der Hauseinheit. Wir haben viele Feste im Hof. Wir haben durch die Genossenschaft eben auch Generalversammlungen und Sachen, die entschieden werden müssen, sodass wir uns alle hier gut kennen und Probleme miteinander lösen. Ja. Können Sie vielleicht sagen, was sind so die, kann man so sagen, die Zutaten für das glückliche Leben Ihres Sohns, dass er dort glücklich ist in seiner Wohngemeinschaft oder in seiner Clusterwohnung? Also der Jakob war 4 Jahre lang in einer stationären, ganz großen Einrichtung, in einer Gruppe. Und für ihn ist es das normale Leben. Also damit meine ich zum Beispiel, dass die selbst kochen. Jetzt unter Corona, das war einfach wunderbar, weil die haben immer am Sonntag eine Bewohnerbesprechung. Die konnten natürlich jetzt keine großen Aktivitäten da planen, aber sie haben eben, jeder ist einen Tag dran, um zu kochen. Jeweils in einer Gruppe. Das ist für den Jakob ganz wichtig. In der Einrichtung kam halt das Mittagessen aus der Großküche angerollt und ist rumgestanden. Und er hat sich nichts aussuchen können. Und hier sitzt er da mit Kochbüchern und macht dann mit seiner Bezugsbetreuerin zusammen immer am Samstag sein Gericht, die anderen an den anderen Tagen. Also einmal ist es die anderen waschen ihre Wäsche. Also alles wird hier selbst gemacht. Die Wäsche wird selber gewaschen. Das, denke ich mir, ist ganz wichtig. Gut ist natürlich auch, dass die sich schon sehr gut kannten. Also gerade beim herausfordernden Verhalten. Es gibt ja auch so immer wieder irgendwelche Rangeleien oder schwieriges Verhalten vom Jakob. Und da war das schon sehr hilfreich, dass er viele, eigentlich fast alle Bewohner schon jahrelang gekannt hat. Er liebt natürlich auch die vielen Kinder, die hier rumspringen und gar nicht, dass er da groß was macht, aber wenn er am Balkon sitzt, dann pfeift er oder filmt die oder winkt den Kindern unten zu. Das ist einfach so eine Selbstverständlichkeit, die für ihn angenehm ist. Es wäre vielleicht gut, wenn die Annette Purschke noch sagt, was beim Julius besonders ist, weil hat sicher jeder irgendwie immer einen eigenen Blick. Ja, also ich kann das nur bestätigen, dieses normale Leben, was Ihnen sonst in der Einrichtung wahrscheinlich nicht in dem Maße, sag ich mal, Sie das nicht so leben könnten mit dem Kochen, mit dem normalen Haushalt. Also er empfindet das wirklich auch so, er wohnt in seiner eigenen Wohnung. Das motiviert ihn wahnsinnig und diese Motivation hilft auch dabei, auch fürs Verhalten, so empfinde ich das jedenfalls bei unserem Sohn, weil er sich sehr ernst genommen fühlt, weil er die Wichtigkeit dieser Aufgaben jetzt auch kennengelernt hat, damit auch gut beschäftigt ist und das motiviert ihn unglaublich, auch in seinem Erwachsenwerden und die anderen Bewohner, egal ob das jetzt in seiner WG oder die hier in der Hausgemeinschaft, dieses Zusammensein in dieser Gesellschaft sein ist auch sowas, was ihn unglaublich motiviert und wo er sehr viel lernt und sich sehr viel abguckt. Und ich erlebe ihn so, dass er sehr daran jetzt gewachsen ist in der kurzen Zeit. Er wohnt jetzt erst seit September da und auch sein Verhalten, sage ich mal, sich dahingehend auch so ein bisschen verändert. Er ein bisschen mehr Verantwortung übernimmt. Er kann jetzt sogar schon einen eigenen Schlüssel haben. Das war für mich im September undenkbar, auch Ende des Jahres noch undenkbar, dass er einen eigenen Schlüssel von seinem Apartment oder von dieser Haustür unten bekommt. Jetzt kann er sich hier schon ein bisschen freier bewegen, weil er einfach so ernst genommen wird und merkt, dass das eine mit dem anderen auch zusammenhängt. Und das finde ich so toll. Und er hat einfach so viele Möglichkeiten, über dieses persönliche Budget Sachen auszuprobieren, seine Wünsche, seinen Hobbys nachzugehen und
das läuft alles im Grunde dann immer ein bisschen über diese Motivation. Neue Sachen ausprobieren, alte Sachen aber auch machen können, individuelle Sachen machen können und sich auch dann in die Gemeinschaft einfügen. Das ist so ein sehr schönes Miteinander, aber sehr gemischt zwischen Individualität und Gemeinsinn. Und das, glaube ich, motiviert ihn sehr und gefällt uns allen extrem gut. Also das empfinde ich so. Oh, danke. Mich würde noch mal interessieren, bei herausforderndem Verhalten geht es ja vermutlich um Konflikte auch, die irgendwann aufkommen, also die vielleicht weniger sind, wenn sich jemand wohlfühlt, aber ja wahrscheinlich so oder so doch passieren. Frau Fischer, wie nehmen Sie es denn wahr? Wie wird dort bei Ihrem Sohn mit Konflikten umgegangen? Gibt es da klare Verantwortlichkeiten oder ja, vielleicht können Sie dazu noch mal was sagen? Also zum einen ist es ganz wichtig, dass alles für ihn sehr strukturiert und überblickbar ist. Also dass Jakob hat einen Monatsplan in sein Zimmer, der immer bestückt wird. Er muss immer wissen, was ihn erwartet. Bei uns hängt alles voll mit UK-Symbolen. Wenn er jemanden vom Schuh schmeißt, weil er meint, dass am Balkon wäre sein Stammplatz und laut brüllt, dann müssen wir, das wird thematisiert und wenn es Probleme gibt, wir wohnen ja auch Behinderung, vier davon, die eine sehr leichte Behinderung haben, wohnen drei Elternpaare auch in ihm, dass man dann ganz schnell an Lösungen arbeiten kann. Und meistens hat es einfach wirklich einen Grund, wenn man nicht in die Arbeit will, dann stimmt irgendwas mit der Arbeit nicht und wir wissen es nicht. Und dann besprechen wir das halt, wie wir das Problem wieder lösen können. Wir sind, die Nähe ist sicher sehr gut. Auch wenn ich sonst natürlich nicht, ich gehe da mal am Vormittag rein und schaue seinen Schrank durch. Wir Eltern sind nie da, wenn die essen, wenn sie wichtige Termine unten haben und so. Ich höre dich, Annette. Jetzt hängt bei mir, glaube ich, gerade das Internet. Ich habe den Eindruck, dass der Tobi voll so selber Internet. Ich suche gerade einen Tab für besseres Internet. Hi, Tobi. So, einmal quer durch die Wege gehuscht. Ich würde interessieren, ob man Ihr Konzept irgendwo nachlesen kann. Also wir haben eine jetzt nicht ganz aktuelle, aber Homepage, auf der man schon was finden kann. Wir-Regen, das Projekt ist aber wirklich ein Nachfolgeprojekt zu dem Projekt der Vaubonnaise, das schreibt man V-Bana-Ise. Das ist in Freiburg, gibt es das recht innovative Wohnquartier Vauban. Und da gibt es die Vaubonnaise-EG. Die Vaubonnaise-Genossenschaft gehört zur Ökogeno-Genossenschaft, also ist unter dem Dach der Ökogeno auch, vielleicht finden Sie da. Das sind Homepages. Und nachlesen vom Konzept, da steht natürlich nur über das Wohnen was drin, über die Genossenschaft. Nachlesen kann man eigentlich nichts über das persönliche Budget, aber das haben wir ähm,
ja, so wie es geregelt ist, wollten wir es nutzen und waren uns schon klar, dass das im geistig behinderten Bereich also sehr unüblich ist. Und das war auch bei uns beim Bezirk eigentlich nicht bekannt für Bewohner wie unsere Kinder. Wir haben dann mit Beratung von der Frau Ried, der früheren bayerischen Behindertenbeauftragten, die hieß damals ja noch Knochner, vor der Frau Badura war die dran, die hatte eine Zeit lang ein Kompetenzzentrum persönliches Budget und wir haben die Beratung, alle Eltern haben die Beratung eingekauft und ich würde mal sagen, sie hat auch den Bezirk mitgeschult. Das war am Anfang schon sehr schwierig. War auch eine, die Sachbearbeiterin für uns, war ganz am Ende ihrer Berufslaufbahn, ist jetzt in Rente gegangen. Aber inzwischen läuft es, also durch Corona sind jetzt alle Budgetverhandlungen geplatzt. Momentan ist gerade auch wieder ein bisschen schwierig, aber das liegt an Corona. Der Bezirk hat auch viel dabei gelernt und sie können einfach nur über das persönliche Budget nachlesen. Wie lange hat es gedauert? Alles, bis alles gestanden ist vom Also der Urs, den haben wir kennengelernt 2012 im Sommer. Im November war er hier in Regensburg. Wir haben dann mit dem ganzen, ganz anstrengenden Verfahren, also mit den ersten Kontakten wie bei der Stadt wegen dem Grundstück im Januar 2013 sofort angefangen. Die Genossenschaft ist dann eingetragen worden im November 2013. Der Baubeginn war im August 2015 und alle eingezogen waren im November 2017. Also wir waren schon gut dabei. Es ist aber keine inklusive Wohngemeinschaft in dem Sinne, dass dort auch Menschen mit Behinderung mit in der Wohngemeinschaft wohnen. Nein. Nein, es sind zweimal, das wäre mit meinem Sohn, glaube ich, auch nicht möglich. Also das müssen schon Fachkräfte sein, die immer da sind und die Pädagogen, die mit ihm arbeiten. Es gibt einige, da wäre sicher eine schöne Sache, aber wir haben uns alle Eltern, wir waren sehr begeistert von dem Freiburger Modell und die haben eben auch Menschen mit einem ganz hohen Unterstützungsbedarf, die in einer großen WG allerdings wohnen. Kannst du denn sagen, weil also inklusives Wohnen muss ja nicht unbedingt heißen, dass man in einer WG zusammen wohnt, aber ihr seid ja schon auch jetzt nicht nur eine Clusterwohnung, sondern auch eine Hausgemeinschaft. Also wie ist denn so der Kontakt von Jakob zu den anderen Menschen ohne Behinderung, die im Haus mitwohnen? Also alle kennen sich, weil gerade durch dieses ganze Anlaufen hier haben wir unendlich viele Feste gehabt. Jetzt ist gerade ein bisschen eingeschlafen durch Corona. Wir haben einen 100 Quadratmeter Gemeinschaftsraum im Keller. Entschuldigung, ist gemein. Also mit einer Terrasse davor. Also das ist ein ganz schöner großer Raum mit Beamer. Da geht der Jakob zum Beispiel runter und sieht sich Auswärtsspiele vom Jahn Regensburg an. Heimspiele, da geht oft eine größere Gruppe aus uns, weil wir so nah auch am Stadion sind, zusammen zu den Spielen rüber. Wir haben viele Grillfeste im Hof gehabt. Jakob kennt alle gut. Der Jakob geht nicht so viel selber aus seiner Wohnung raus. Der sitzt aber viel am Balkon im ersten Stock, wo er direkt einen Blick auf den Spielplatz hat. Und da sind immer Kinder und hat immer Kontakt und auch mit den Eltern. Aber er hat halt nicht so viele Möglichkeiten. Er macht halt eine Katze nach und einen Affen nach oder so. Und dann wiederholen die das im Hof. Aber er kennt alle und ja. Er grillt. Ich wollte noch mal eine kleine Bemerkung machen zu diesem Projekt in Freiburg mit dem Handurkle. Mein Einstieg 2016 war das Buch von Teunissen gewesen und Kulig. Kann ich eventuell mal eine Freigabe kriegen für den Bildschirm?
Tobias? Für das Buch oder vielleicht sagst du kurz, warum? Ich will mal die Buchdeckelseite zeigen. Ja, ich kann gerne einfach den Link zum Buch danach rumschicken. Ja, okay. Warte mal, ich will bloß mal erzählen. Georg Theunissen, Wolfgang Kulig, inklusives Wohnen. Und dort gibt es einen Beitrag in der eigenen Wohnung, Leben mit hohem Unterstützungsbedarf von Urs Bürgle. Da kann man also sehr gut nachlesen. Okay, super. Ja, super, danke für den Tipp. Ja, genau, sonst vielleicht noch weitere Rückfragen an Frau Fischer. Einfach einmal entstummschalten sozusagen und dann. Ich hätte noch eine Frage. Mhm. Und zwar mit der Budgetverwaltung, Frau Fischer, das machen Sie dann als Eltern sozusagen und das Budget ja. Dann immer wieder neu verhandeln. Ja. Und das ist ja doch auch nicht ganz unaufwendig wahrscheinlich, weil das Budget besteht wahrscheinlich aus Eingliederungshilfe, Pflegesachleistung und Hilfe zur Pflege, oder? Ja. Und dann sitzen wir, die ersten waren eben begleitet von der Frau Ried, die erste Runde. Und dann ohne die Frau Ried, inzwischen hat der Bezirk so gut geschulte Leute, die so eine Budgetverhandlung führen. Bei uns war bisher noch niemand aus dem Pflegebereich, sondern das wurde dann nach Kostenvoranschlag alles noch von der Frau Ried mit begleitet. So ist das momentan noch übernommen worden. Und dann kam Kostenvoranschlag, alles aufgrund vom MDK-Gutachten. Also wir haben in den Budgetrunden eigentlich hauptsächlich den Bedarf der Eingliederungshilfe besprochen. Und da eben welche, die Ziele, die wurden dann schon auch anhand der üblichen Lebensbereiche durchgesprochen. Die Ziele sind aber völlig unterschiedlich bei den einzelnen Bewohnern. Und die Verwaltung, ja, so schwierig ist es nicht. Wir haben uns da eben sehr, das muss ich vielleicht noch dazu sagen, die Betreuung, da hatten wir eben das Modell von Leben mit Handicap, glaube ich, ich hoffe, ich sage es richtig, in Prien am Chiemsee. Das ist kein inklusives Haus, das ist ein Eltern haben da eine GmbH und Co. gegründet und ein Haus für 30 behinderte Menschen mit verschiedenen Gruppen gebaut. Das Besondere da ist eben, dass die Unterstützung mit dem persönlichen Budget organisiert wird. Und dass es eben auch einen um die Eingliederungshilfe erweiterten Pflegedienst gibt. Und auch die Lebenshilfe Regensburg stand in Austausch mit Prien. Und machen das dann genauso, dass der Dienst macht eigentlich die ganze Verwaltungsarbeit. Wir unterschreiben nur und reichen dann die Rechnungen oder sammeln die Rechnungen und geben die dann gebündelt an den Bezirk, der die prüft. Die Annette kann ja auch noch, sicher ist die Beantragung erstmal schon ein großer Act gewesen und das hätten wir auch niemals ohne die Frau Ried geschafft. Ich kann mir aber gut vorstellen, also bei denen, die jetzt nachgekommen sind, war es aber nicht mehr schwierig. Und ich kann mir jetzt vorstellen, dass das auch für andere schon mehr was Normales beim Bezirk Oberpfalz. Und das Monatliche ist nicht so schlimm. Also das ist ja nur das Unterschreiben, Abheften und irgendwann am Bezirk klicken. Okay. Nochmal zurückzukommen auf das Thema herausforderndes Verhalten. Haben Sie denn feststellen können, dass Ihr Sohn sich positiv verändert hat, seit er ausgezogen ist bei Ihnen? Ja, das Kommunikationsproblem bleibt einfach immer. Da müssen wir einfach immer dran arbeiten. Und der hat mal Phasen, wo ihm einfach irgendwas stinkt. Also bei uns war es jetzt also aus der Einrichtung, da hat die Arbeit ganz gut, das klingt jetzt echt seltsam, aber eine möglichst stupide Montagearbeit tut dem Jakob sehr gut. Für den Jakob ist auch wichtig, dass er am Ende des Tages irgendwo ein Berg, der momentan sind Kabelbinder, da liegt. Und der ist hier in eine sehr nette Wäscherei gekommen, ganz unterschiedlichen Aufgaben und Pausen dazwischen und dann wieder, der wollte am Anfang nicht arbeiten. Und bis wir das richtig rausgekriegt haben, dass er eigentlich wieder
diese sture Arbeit braucht, das war schon anstrengend. So ist er insgesamt, er liebt es einfach, das muss ich noch sagen. Wir wohnen ja 2 Stockwerke über ihn. Er weigert sich, in unsere Wohnung zu betreten, während uns immer andere Leute oder die Familie gewarnt hat, ach, der steht bestimmt immer bei euch und will bei euch übernachten. Und nie, der wird nur von den Betreuern manchmal hochgeschickt, wenn sie einen Kuchen gebacken haben, dass sie uns auch ein Stück anbieten. Also insofern wäre bei Corona, hätte ich ihn jetzt gerne am Anfang zu uns hochgeholt, weil er hält ja keine Distanz ein und der Dienst hat 30 Mitarbeiter. Da habe ich mir gedacht, da wäre es doch besser, wenn wir uns hier sehr schützen. Aber keine Chance. Die Mitarbeiter hätten es auch ganz gut gefunden. Ein paar waren auch bei ihren Eltern. Er fühlt sich so wohl, dass er nur da unten leben will. Und was er jetzt sehr viel macht, ist FaceTime-Telefonieren. Da hat er das Gefühl, er muss seine Wohnung nicht verlassen. Den Kontakt mag er sehr gerne. Wie er kann tun? Da klappt das mit der Kommunikation über FaceTime? Ja, aber halt auch nur, indem er macht Gesten oder er kann ein paar laut, er kann sagen oder so. Und er kann zu seinem Kalender gehen und mir auf irgendein Symbol zeigen. Und er macht auch, ich habe jetzt nur FaceTime genannt, aber wir machen auch viel mit der App Nachrichten, die so viele Emojis hat. Und da ist er unglaublich geschickt, sich welche rauszusuchen. Er hat auch ein iPad mit der MetaTalk-App, aber das funktioniert noch nicht so ganz. Aber wir arbeiten dran. Also ich denke schon, dass er sehr selbstbewusst, was sich auf jeden Fall geändert hat, ist, dass er da ganz unbedingt alleine wohnen möchte. Als er in der Einrichtung war, haben wir ihn jeden Freitag geholt. Und da saß er schon immer auf sein Bett und hat auf uns gewartet und Mama, Mama gesagt. Also ich glaube nicht, dass der da unten einmal Mama sagt. Ja. Was mich noch interessieren würde, hat er eine spezielle Kommunikationsförderung oder Unterstützung? Der hat in der Schule, gab es schon tolle Paargruppen und hat viel gehabt und hat eben auch Gebärden gelernt. Jetzt ist der Jakob, die jungen Angel-Männer, die werden jetzt sehr auch mit iPad. Der Jakob liebt auch sein iPad, aber der schaut halt viel YouTube an. Der zeigt einem dann auf YouTube Sachen, die er macht. Aber dieses richtig eine Kommunikations-App nutzen, da ist er, denke ich, mir jetzt einfach zu alt. Ich kann jetzt auch mit Modeln nicht anfangen, weil ich kann ja nicht unten reingehen. Also vielleicht kriegen wir auch mal wieder einen Pädagogen, der da eine gute Ausbildung hat. Das waren in der Schule Logopäden und Ergotherapeuten. Da hat er praktisch so seinen Stamm her. Da kennt er die ganzen Boardmaker-Symbole und hat Gebärden gelernt. Ich hätte jetzt auch noch mal eine Frage zum herausfordernden Verhalten. Also ich habe jetzt so verstanden, dass es ein nicht inklusiver Haushalt ist, dass das ein ganz zentrales Kriterium ist. Was gab es denn vielleicht sonst noch an Kriterien, wo Sie gesagt haben, das muss er haben, vielleicht an den Räumlichkeiten, wie man das einrichten muss? Dass also das vielleicht nicht inklusiv muss es wahrscheinlich nicht unbedingt sein, aber eine Betreuung durch Studenten, also wir hatten jetzt bei den Assistenten einige, die dann gesagt haben, nee, traue ich mir nicht zu. Vielen Dank, mit den anderen mache ich gerne was, aber mit dem Jakob, das schaffe ich nicht. Also das wäre beim Wohnen, das ist auch nicht schön und ist für ihn auch ein Rückschlag bei Assistenten. Aber wenn Studenten immer wieder ausziehen würden und sagen, ich kann damit nicht umgehen. Also ich denke, da liegt es einfach dran, dass es Fachkräfte, pädagogische Fachkräfte sein müssen bei dem herausfordernden Verhalten. Und was haben Sie jetzt noch gemeint? Vielleicht irgendwie von den räumlichen Bedingungen her. Ja, also wir haben ja eben große Apartments und da haben wir es zum Beispiel so gemacht, dass wir den Raum so strukturiert haben, dass der Jakob so eine Art Wohnzimmer und eine Art sein Bett, dass er nicht vom Bett aus fernsehen kann. Dass es zumindest der Tag-Nacht-Rhythmus dann ganz eindeutig ist, da ist das Bett. Und da drüben ist die Couch und der Fernseher und der Stuhl. Also das ist so eine räumliche Strukturierung. Und dann halt dieser
sehr gut gepflegte Monatskalender, immer während da aus mit Magneten. Und dann haben sie praktisch die ganzen Boardmaker-Symbole auch mit Magnetband hinten. Das wird dann jeden Monat neu gesteckt. Also die Orientierung ist für ihn das A und O. Ich hätte noch eine Frage, wie Sie denn an die Immobilie gekommen sind, weil es muss ja dann in der Finanzierung so sein, dass die Mieten für die Menschen mit Behinderung unterhalb der Mietobergrenze sind, weil sonst übernimmt ja das Sozialamt nicht. Und das ist ja, jetzt zumindest also in München eine Katastrophe, da eine Immobilie zu finden, die diese Anforderungen. Also ich würde schon mal sagen, ich komme gleich zum Preis und zu unserer Immobilie, aber ich glaube auch, das, was wir wollten, diese Cluster, diese eigentlich viel mehr als ein Zimmer, die aneinanderhängen, über Gemeinschaftsräume erschlossen werden, die gibt es in München bei Wagners Art. Die haben auch einen Städtebaupreis vor 3 Jahren oder was bekommen. Aber die gibt es am normalen Wohnungsmarkt eigentlich nicht. Also ich glaube, dass man, wenn man sowas machen will, schon selber die Immobilie erstellen muss. Und bei uns ist es so gewesen, dass wir zum großen Teil ehrenamtlich das alle gemacht haben. Das ist nur gegangen, weil der Herr Purschke ein Diplomökonom ist, einen unheimlich perfekten Businessplan gemacht hat, die ganzen Bankenverhandlungen gemacht hat. Also wir hatten praktisch professionelles Wissen. Mein Mann ist Architekt und vereidigter Bausachverständiger. Und bei diesen ersten Gesprächen bei der Stadt war er immer als Bausachverständiger. Also es war technisches Wissen da, es war ökonomisches Wissen da. Ich habe nicht gearbeitet und habe Zeit gehabt. Das hat ja dann auch lange gedauert, das zu belegen. Und die Finanzierung sieht so, das ist ein 10-Millionen-Projekt. Und dann braucht man natürlich fast 30% Eigenkapital. Und das haben wir genauso gemacht, wie es der Urs vorgestellt hat, auch in bei seiner Vaubonnaise. Die Bewohner zahlen, bei uns ist aber noch einiges höher, jetzt bin ich wieder schwarz, mit Genossenschaftsanteilen, die zu zeichnen sind, um drin zu wohnen, die stellen das Eigenkapital dar und die restlichen 70% werden dann über die Miete finanziert. Und wir haben im ganzen Haus, bekommt die Genossenschaft eine Miete von 8,80 Euro. Da sind auch die Gemeinschaftsräume alle drin. Aber wir haben 40% sozialen Wohnungsbau. Unsere Kinder leben das ist alles sozialer Wohnungsbau, EOF 1. Und die bekommen ja dann noch 3 Euro Zusatzförderung, sodass der Jakob eine Miete von 5,80 Euro hat. Also, und er muss seine Quadratmeter und daneben anteilsmäßig die Gemeinschaftsflächen, sodass für jeden 50 Quadratmeter zu zahlen sind, mal 5,80 Euro ist weit unter dem, was in Regensburg die Grundsicherung zahlt. Und unsere Miete ist so sicher und gut, dass wir da, also das ist überhaupt kein Problem. Aber in Freiburg war es zum Beispiel kein sozialer Wohnungsbau. Ich denke mir, da ist das mit der Miete schon immer ein Thema gewesen. Und haben Sie Probleme mit der Heimaufsicht? Wir haben mit der Heimaufsicht, also die Prina hatten zu uns gesagt, dass wir mit der Heimaufsicht überhaupt nichts zu tun haben bei unserem ambulant betreuten Wohnen, wo das so getrennt ist. Es war aber dann doch so, dass die Heimaufsicht sich für unser Projekt sehr interessiert hat. Ich glaube, die wollten sich es einfach nur mal anschauen. Und die waren ziemlich begeistert. Alle Bewohner waren da, haben ihre Apartments gezeigt und wie sie zusammen leben. Also ich habe jetzt nichts mehr gehört. Aber ich denke, den Kontakt zur Heimaufsicht, wenn irgendwas wäre, der Dienst wird, weil es ein Pflegedienst sein muss, um abrechnen zu können, von einem Pflegedienstleiter geleitet und der hat sicher immer wieder zur Heimaufsicht, der macht jetzt auch andere Sachen, Kontakt. Also wenn die nochmal was wissen wollten, aber momentan war nur positiv. Ja. Gut. Danke. Bitte.
Wie weit geht denn die ambulante Betreuung? Ich meine, ambulant, da muss man schon relativ fit sein. Ich habe den Anfang nicht verstanden. Wie viel leistet die ambulante Betreuung? Bei ambulant wohnen heißt ja schon, dass man relativ selbstständig sein muss. Eben bei uns nicht. Das war, wir haben eine 24-Stunden-Betreuung. Immer ist jemand da, immer. Der Jakob kann nie ohne Betreuung sein. Und diese 24-Stunden-Betreuung kann nur finanziert werden, indem so viele Menschen poolen, ihre Budgets poolen. Wenn der Jakob jetzt alleine leben würde, würde er mit seinem persönlichen Budget keine 24-Stunden-Betreuung hinkriegen. So ist zum Beispiel nachts ein Student oder Studentin da, die Bereitschaft hat. Manchmal auch etwas mehr als Bereitschaft, aber nicht wegen dem Jakob. Es sind dann immer zwei Pädagogen, eigentlich immer zwei in jeder Gruppe, so normalerweise da. Ich denke mir, das kommt durchs Poolen. Wir hatten so Angst vor der Nacht. Wir haben gedacht, wir können die Nacht kaum bezahlen. Deshalb haben wir die beiden Sechsergruppen aneinander gehängt. Also die sind in dem einen Gebäudeflügel sind die einen sechs, in dem anderen im rechten Winkel sind die anderen sechs. Und in dem Verbindungsstück, da ist ein Gästezimmer, wo die Nachtbetreuung schläft. Die Nachtbetreuung ist sehr gut auch günstig finanziert. Wir haben uns nicht getraut, die beiden Cluster übereinander zu setzen, weil wir gedacht haben, das wird zu teuer. Das kriegen wir dann nicht hin. Also es sind einfach 12 Budgets, oder eigentlich sind es sogar 13, weil noch eine, die woanders wohnt, auch mit betreut wird. Danke. Bitte. Und das ist jetzt auch für die einzelnen Kinder überhaupt gar kein Problem, so nach dem Motto, ich habe nicht meinen persönlichen Betreuer, sondern wir poolen das. Also ich bin ganz am Anfang mit diesem Thema und mir sagte jetzt gerade jemand von der Lebenshilfe, dass das oft ein Problem wäre, wenn man poolen würde. Deswegen würde mich das jetzt nochmal interessieren. Also ich glaube, für sehr fitte, sehr Selbstständige, die wollen nicht gerne poolen. Aber bei uns ist es so, die haben schon alle ihren persönlichen Pädagogen, ihre Bezugsbetreuer nennen wir es. Die sind halt nicht immer da. Aber ich habe eine Ansprechpartnerin, mit der ich die kommuniziere. Die kümmert sich darum, die erklärt den anderen auch, was für den Jakob notwendig ist. Zu der hat der Jakob ein besonders enges Verhältnis. Aber wenn die nicht da ist, muss er natürlich mit den anderen Kräften, die dann wieder Bezugsbetreuer eigentlich für jemand anderes sind, aber immer die anderen so ein bisschen mitmachen müssen. Aber der Kontakt ist eigentlich schon sehr eng von den Bewohnern zu ihrem Betreuer. Okay. Ich würde nochmal interessieren, also ich merke, dass es ganz viele Eltern von Menschen mit Behinderungen umtreibt, ein System zu finden, das sozusagen auch ohne sie funktioniert. Würden Sie sagen, Frau Fischer, dass das Wohnmodell so für Ihren Sohn auch ohne Sie als Eltern funktioniert? Also in der jetzigen Form ist es halt mit dem persönlichen Budget, das wir verwalten und auch mit unserem sich beteiligen, nicht möglich. Aber wenn ich jetzt sterben würde, krank werden würde, müsste der Jakob da unten bestimmt nicht raus, sondern das ist so etabliert inzwischen, das Wir-Projekt, dass es für den Geschäftsführer der Lebenshilfe sicher kein Problem wäre. Dann wird es halt kein persönliches Budget mehr werden, dann wäre es vielleicht auch eben nicht mehr ganz so individuell auf ihn zugeschnitten, aber dass er da bleiben könnte und dass das eben als eine Sachleistung an den Pflegedienst dann gehen würde, das sehe ich als gar kein Problem, wenn irgendjemand da unten mal ausfällt. Oder ein fitter Geschwister übernimmt. Das muss man sehen, ob da irgendjemand ist. Aber ich denke mir, den Anschub, der war jetzt so wichtig von den Eltern und dieses Ganze praktisch kreieren, wie das alles zusammen ablaufen kann, das Zusammenarbeiten mit dem Dienst. Der Dienst hat sich ja auch selber erfinden müssen. Und jetzt könnte das eigentlich auch
im Notfall. Aber dann wäre die Individualität wäre dann schon bestimmt bald weg. Da wollte ich mich auch dranhängen. Ich wollte nämlich auch fragen, wie ist so quasi in Anführungszeichen mit der Nachhaltigkeit, also für weitergedacht, in die Zukunft gedacht. Gibt es denn da praktisch einen Plan, wenn die Hauptansprechperson ausfällt, was dann generell bei den Einzelnen, dass es dann Plan B gibt für jeden Einzelnen? Weil es kann ja überall was sein. Und, also wir haben natürlich alle noch unsere Ersatzbetreuer auch. Also erstmal sind wir ja fast überall, auch wenn die Eltern getrennt sind, sind es immer zwei Betreuer und dann die Geschwister sind auch langsam alle erwachsen, die dann schnell eingreifen könnten, wenn es um die reine Betreuung geht. Und sonst habe ich ja schon gesagt, kann ich mir vorstellen, dass das einfach wie in einer Einrichtung, aber als Ambulanz vom System genauso bleibt. Völlige Trennung zwischen Wohnen und Betreuung, aber die ambulante Betreuung als Sachleistung gezahlt wird. Ja, mir ist es nur, dass es irgendwo fixiert ist, weil ich einfach sehr über viele Jahre sehr viel erlebt habe. Und man hat so eine Vorstellung, so geht es dann ganz bestimmt und die Tücke liegt immer im Detail, also ob es da noch... Aber da kann ich nur sagen, mich haben ja so viele angerufen in der ganzen Zeit. Wir waren ja alle schon längst voll, aber viele Eltern von Kindern mit irgendwelchen Schwierigkeiten, fürchterliche Geschichten und glauben Sie bitte nicht, dass in Einrichtungen nicht jemand rausfliegt, der nachts durch die Zimmer streicht oder aggressiv ist. Oder da habe ich wirklich von vielen gehört, die von der einen Einrichtung zur nächsten geschoben worden sind. Darum ging es mir jetzt gar nicht, sondern einfach nur für einen praktisch Bewohnern, dass es geregelt ist, wenn da die... Dass er da bleiben kann. Ah ja, da muss ich vielleicht noch was an, dass er da... Also es ist so, unsere Kinder sind selber Genossen. Das war uns ganz wichtig. Ein Genosse kann nicht gekündigt werden, wenn er die Miete zahlt. Und die Miete ist so niedrig, dass es eigentlich, da kann nicht sein, dass der Bezirk diese Miete nicht mehr übernimmt. Die 35.000 Euro, die wir unseren Kindern als Darlehen gegeben haben, die sind, oder die dann, damit haben die sich diese Genossenschaftsanteile gekauft, um wohnen zu können. Die sind schon Vermögen in der Zeit, also solange er da drin ist, kann ihm die Genossenschaft niemals kündigen. Das ist ein lebenslanges Wohnrecht, weil es einfach keinen Eigenbedarf gibt. Er hat eine Stimme und später, wenn keiner von uns mehr lebt, gibt es halt vielleicht auch dann mal einen berufsmäßigen Betreuer. Aber deshalb muss der Jakob nicht ausziehen. Und natürlich könnte die Lebenshilfe sagen, wir betreuen ihn nicht mehr. Wir wollen das auch nicht, auch wenn der Bezirk das als Sachleistung zahlt, wir betreuen ihn nicht mehr. Dann müsste natürlich der Betreuer für ihn einen anderen Dienst finden. Aber ich finde das nicht unsicherer als irgendeine, also die Einrichtung, die ich erlebt habe. Da war so eine Fluktuation. Ich fühle mich hier eher sicherer. Aber da ist sicher ein Grund, dieses Wissen, dass der Jakob nie aus seinem Apartment raus muss. Einmal, weil die Miete so niedrig ist und weil er dieses lebenslange Wohnrecht hat. Das war ja auch der Grund, warum wir die Form der Genossenschaft gewählt hatten. Das war ja eigentlich auch die Ursprungsidee der Genossenschaft, eine Genossenschaft zu gründen. Einmal dieses lebenslange Wohnrecht, eine relativ verlässliche Hausgemeinschaft, was sich ja jetzt schon auch schon nach diesen paar Jahren als extrem gut und schön herausstellt, dass es eigentlich eine etwas andere Hausgemeinschaft ist als vielleicht in vermieteten Eigentumswohnungen. Da hat sich ja auch das Konzept der Genossenschaft bewährt, sich sehr die Kommunikation untereinander. Und ich empfinde es auch so, dass wir für den Julius eigentlich das Nachhaltigste gemacht haben, was wir machen können. Ja. Dass er in seiner eigenen Wohnung wohnt, unterstützt durch fachliches Personal und alles drumherum kann man ja jetzt sozusagen aufbauen. Und wenn seine Geschwister mal nicht in Regensburg sind, hätte ich überhaupt keine Bedenken,
dass die sein, auch als Betreuer, sage ich mal, das nicht organisieren könnten, dass er hier sein Leben so individuell, wie es denn dann möglich ist, gestalten kann. Also wir haben alle, sagen wir mal, Voraussetzungen geschaffen, die nachhaltig das ermöglichen. Was eventuell mal dazwischen kommen kann, ich meine, das wird sich immer irgendwo dann mal rausstellen. Aber ich glaube, dass wir genau dafür eigentlich diese Form so gewählt haben, um das eben wirklich lebenslang so weit wie möglich sicherzustellen, wie es geht. Ne? Nee, mir ist nur ein bisschen mehr so diese formalen Rahmenbedingungen, ob da eine Linie dann praktisch drin ist, dass man auch mit den Kindern eventuell schon mal ja, das bespricht oder auch irgendwo schriftlich festlegt, wer dann eventuell sich zuständig fühlt und so. Aber vielleicht ist das auch zu weit gedacht. Also das Wohnrecht ist ja schriftlich festgelegt. Er hat ja nur das Kümmern dann praktisch, weil sie sagen, die Geschwister werden dann das... Die sind halt momentan, ist unsere Tochter Ersatzbetreuerin, das ist mit ihr besprochen. Ob sie es dann wirklich schafft oder nicht, ob das Gericht sie, wenn wir tot sind, wirklich als richtigen Betreuer dann einsetzt, kann man nie wissen. Nee, schon klar. Aber es ist auf jeden Fall alles mitgedacht. Das finde ich halt sehr wichtig. Und das ist alles mitgedacht. Also ich finde es gerade so, dass für die Geschwister es so geregelt ist, dass sie ihr Leben, sag ich mal, auch unabhängig vom Wohnort in Regensburg so weiterleben könnten, sich trotzdem, sag ich mal, um Julius Wohlergehen bemühen können und er so unterstützt ist in dieser Wohnung und mit den Fachkräften, dass das so gut funktionieren kann. Ja, super. Die Nähe ist natürlich immer schön, das ist immer toll, aber es würde auch anders gehen, da bin ich fest von überzeugt, ja. Sagen, ich muss mich an dieser Stelle verabschieden, ich wollte nur Tschüss sagen. Tschüss. Neben unserem Grundstück hat die Lebenshilfe Regensburg ein Haus gebaut mit 24 stationären Wohnplätzen, mit 3 Achtergruppen. Und unten in diesem Haus ist die offene Behindertenarbeit und auch Geschäftsstelle der Lebenshilfe und sitzt unser Dienst. Also diese Nähe ist natürlich auch noch eine gewisse Sicherheit, dass dieser Pflegedienst wirklich am Nachbarareal seinen Standort hat. Okay. Ich hätte noch eine kurze Frage zur Entstehung. Und zwar habe ich so verstanden, dass Sie als betroffene Eltern so die Initiatoren des ganzen Projekts waren. Aber das Ganze dann ausgebaut haben zu einem größeren Mehrgenerationenprojekt. Also ich kenne auch das Freiburger Projekt und kenne auch Ostbürkle. Insofern habe ich so eine Vorstellung, wie das bei Ihnen aussieht. Wann haben Sie denn die anderen Leute dazugeholt? Also die quasi noch einfach nur mit dabei wohnen? Waren also schon beim allerersten Konzept, also das war sicher auch durch den Urs, ist die Idee gekommen, ist dann gleich ein Plan gemacht worden bei uns. Wie viele Anteile jung, wie viel alt, wie viel Familien sein sollen, das muss man ja auch dem Architekten geben, weil wir so und so viele große Wohnungen, wir haben wahnsinnig unterschiedliche Wohnungen hier. Deshalb war der Bau auch sehr schwierig, weil es ein wirkliches Wohnungsdurcheinander ist und die Bewohner, die dann eingezogen sind, auch sehr viel mitreden konnten. Aber natürlich hat es dann, wir hatten ein Konzept, was für Menschen da einziehen sollen, damit es so heterogen wird, wie es ist. Werden kann. Und dann hatten wir ein kleines Ladenlokal gemietet. Wir hatten einen professionellen Auftritt, weil wir eine Anschubfinanzierung vom Bayerischen Sozialministerium bekommen haben und dann einen richtigen Probeauftrag haben, für uns die Homepage und Broschüren zu machen. Und wir hatten ein Ladenlokal und Annette, ich glaube, das hat schon fast 2 Jahre gedauert, bis dann die allerletzte Wohnung belegt war. Ich habe nicht gearbeitet und deshalb war ich immer greifbar. Meine Telefonnummer ist im Internet gestanden. Ich bin sofort ins Büro gefahren, das waren alle Pläne ausgelegen und habe diese ganzen Gespräche geführt. Und natürlich habe ich auch ganz viele Gespräche geführt mit Interessenten, die dann sich doch nicht entschieden haben, weil es dann teilweise auch zu teuer war. Oder das hat schon dann... Hat doch länger gedauert. Länger als 2 Jahre. Aber es ist egal, es war kontinuierlich, Wohnung für Wohnung. Genau. So, Rudi hat die Hand gehoben, ganz förmlich. Ja, ich wollte nur einfach noch mal sagen, dass es ist ja schon auch ein großer Akt, den Sie da geschafft haben, in Regensburg eine eigene Genossenschaft zu gründen.
dass es zumindest hier in München eben eine Alternative auch ist, die Kooperation mit bereits bestehenden. Ja, auf jeden Fall. Und so war es ja, glaube ich, auch ein bisschen mit der Ökogeno in Freiburg, die Bourbonnaise, die sich da irgendwie angehängt haben. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber in München weiß ich es jetzt sozusagen aus unserer eigenen Erfahrung. Es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass jetzt die Stadt München, da bin ich jetzt in der Stelle mal vorbildlich, auch für andere Kommunen, eben auch wenn sie Grundstücke neu ausschreibt, wenn es überhaupt noch mal Grundstücke zum Ausschreiben gibt, den Genossenschaften, die sich bewerben, auch die Hausaufgabe gibt, unter anderem in der Konzeption, die sie in ihrer Bewerbung abgeben, etwas zum Thema Inklusion mit zu sagen. Und das führt natürlich auch mit dazu, dass Genossenschaften durchaus interessiert sind mit Initiativen, mit Organisationen, die eben jetzt eher mit der Assistenz und Begleitung von Menschen mit Behinderung zu tun haben, zu kooperieren und zu sagen, wir würden euch gerne sozusagen als Genossen in unserer bereits bestehenden Genossenschaft auch mitgewinnen und eben sehen, wie können wir in unser Gesamtkonzept sozusagen so etwas auch mit integrieren, dass Wohnungen oder eine Wohngemeinschaft, je nachdem, gewissermaßen in Genossenschaftskonzept findet. Das finde ich eigentlich auch eine ganz schöne Möglichkeit. Also ich komme natürlich jetzt so, sozusagen von der sozialen Organisation her. Ich denke immer, oh Gott, müssen wir das auch noch alles können sozusagen, das Bauliche planen und so. Deswegen ist es einfach super, wenn man dann einen Kooperationspartner hat, zum Beispiel eben eine Genossenschaft, die eben dann davon etwas versteht. Also das finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, weil ich glaube, so wie bei uns ist es gar nicht wiederholbar, weil eben so viel Profi-Know-how da zufällig in unserer Elterngruppe drin war. Und so, wenn sich wieder so eine Elterngruppe finden würde, denke ich auch, ist das Sinnvollste, das Konzept zu erarbeiten und wie man wohnen will. Also will man eine WG, reicht einem eine WG, wo es Zimmer mit zwei Bädern sind, oder möchte jeder ein eigenes Apartment und eben eher Clusterwohnungen? Und dann mit so einem Konzept mit einer Genossenschaft zusammenarbeiten. Und wenn die Städte die Grundstücke verkaufen, ist es ja fast immer Konzeptvergaben. Und da ist es sicher ein ganz großes Plus, wenn man so ein tolles Konzept dann für eine inklusive Gruppe mit einem Bewerber oder mit einer bewerbenden Genossenschaft zusammen einreichen kann. Ich denke auch, das Bauliche überfordert. Also würdet ihr denn auch die Pläne zur Verfügung stellen? Würdet ihr eure Pläne denn auch irgendwie zur Verfügung stellen, eure Baupläne, weil das man einfach mal sozusagen... Nein, das geht nicht. Das geht ja überhaupt nicht. Das ist ja das Recht, das Copyright des Architekten. Also okay. Pläne kann man überhaupt nicht zur Verfügung stellen. Okay. Aber ich weiß nicht, bei uns sind die Clusterwohnungen, also wie Cluster sind, früher war es jedenfalls so, auf unserer Homepage kommt das sehen, man kann es momentan nicht sehen, vielleicht könnte man die Cluster so als groben Grundriss, es geht ja dann nicht ums Nachbauen, sondern um wie funktioniert so ein Cluster. Genau. Vielleicht stellen wir es wieder auf unsere Homepage bei Wagnis Art in München. Die haben ja Cluster nicht für behinderte Menschen, sondern aber auch viel im Sozialwohnungsbereich. Und da geht es eben eher darum, um Gemeinschaftsräume braucht nicht jeder und man möchte aber trotzdem eine schöne große Küche haben, dann hat man sie eben, wenn man zu sechst sich eine große Küche teilt. Und da konnte man auf der Homepage eigentlich sehr schön die immer diese Cluster anschauen. Okay. Wenn man auf Seiten von Genossenschaften nachschaut, Spreefeld in Berlin hat auch Cluster, dann kann man sich da auch ein bisschen die Architektur mal anschauen. Ich bespreche das mal, vielleicht können wir das auch doch auf unsere Homepage wiederstellen. Das wäre klasse. Super, danke. Also auch inklusiv Wohnen Köln zum Beispiel hat auch mit Cluster gearbeitet und die wurden von der Uni Potsdam beforscht und die Uni Potsdam hat darauf also ein Buch über Clusterwohnungen, das heißt, glaube ich, Zukunft wohnen oder Zukunft bauen, Clusterwohnungen, das Buch. Ich kann auch dazu den Link im Nachgang gerne herumschicken oder ins Protokoll stellen. Ach, super. Hab selber noch nicht gelesen, aber also da wurden verschiedene Clusterwohnungen beforscht und ich denke, dass das... Also die Idee der Clusterwohnung stammt eigentlich von einem Schweizer Architekten, der heißt Andreas Hofer. Und in der Schweiz gab es Kraftwerk 1 oder irgend sowas, hieß die erste Genossenschaft in Zürich,
die Cluster hatte, das war sogar ein Umbau, und dann Kalkbreite, Genossenschaften, andere Genossenschaften. In Zürich gibt es ziemlich viele Cluster, deshalb, weil der aus Zürich findet man sicher auch was. Ich muss mich leider auch kurz verabschieden, weil ich mich ausklinken muss. Gute Diskussion noch. Tschüss. Okay. Danke, ciao. Mich würde noch mal interessieren, also ich habe es bei vielen Eltern von Menschen mit herausforderndem Verhalten so wahrgenommen, dass so diese Frage ist, wie finde ich denn überhaupt jemand, der mit meinem sich vorstellen kann, mit meinem Sohn oder meiner Tochter zu wohnen? Also dass so ganz viel Angst ist, dass der einfach Ablehnung erfährt und wie er die richtige Gruppe findet. Jetzt habe ich bei Ihnen wahrgenommen, es war viel sozusagen durch die gemeinsame Schulzeit schon. Aber vielleicht können Sie da noch was zu sagen. Wie schafft man es denn, dass sich so die richtige Gruppe anbahnt von Leuten, die auch wirklich Lust haben, langfristig miteinander zu wohnen? Also, weil eben so viele auch angerufen haben, waren oft Eltern, einzelne Eltern. Ich habe immer gesagt, ihr müsst auf jeden Fall einen Stammtisch gründen. Ich würde immer mit einem Stammtisch anfangen und mit gemeinsamen Unternehmungen. Und wir Eltern müssen ja auch so viel zusammen noch entscheiden. Also auch die Eltern müssen zusammenleben. Und die Eltern müssen natürlich einen schwierigen Kandidaten auch kennen. Und das bei uns gab es aber echt überhaupt kein Casting, weil wir haben uns einfach so gefunden über diese Stammtische und Diskussionen. Ich glaube auch, dass es ein bisschen daran liegt, dass bei uns die Privatsphäre relativ groß ist, also die Zimmer, die eigenen Apartments sind halt auch groß, also empfinde ich jedenfalls so, bei 32 Quadratmetern kann man sich eben auch gut zurückziehen, also sie sind ja nicht gezwungen, permanent in der Gemeinschaft, sag ich mal, zu sein, sondern sie haben wirklich ihre eigene Wohnung und gehen in den Gemeinschaftsraum, wenn sie dazu Lust haben. Das, glaube ich, ist ein Punkt, der dazu auch ein bisschen beiträgt, dass man dass man gut mit verschiedenen Menschen auch zusammen wohnen kann. Und das Zweite ist, glaube ich, auch, dass durch dieses persönliche Budget doch sehr viel auch Individuelles gemacht wird. Und auch da, sage ich mal, jeder sein Hobby. Und dann überschneiden sich halt manche Aktivitäten mit manchen Bewohnern aus verschiedenen Clustern oder im gleichen Cluster oder eben auch nicht. Und insofern empfinde ich das auch so, dass es da gar nicht so Probleme gibt, ob jetzt einer mal ein herausforderndes Verhalten hat oder nicht. Auch die, die kein herausforderndes Verhalten haben, sind ja auch nicht immer einfach. Also das muss man auch immer sehr aufpassen. Der andere, der nervt auch mal, weil er ständig redet und nie aufhören kann. Das würde man dann nur nicht als herausforderndes Verhalten bezeichnen, aber es ist für andere in der WG auch manchmal sehr schwierig. Also ich habe so den Eindruck, dass das aufgrund dieser großen Privatsphäre und der Individualität, die sie auch alle wissen, dass sie die leben können, eigentlich sehr gut funktioniert. Ich habe noch mal. Aber das lange Kennen. Ja, Entschuldigung. Also, nein, ich habe noch mal eine. Nee, nur das zu fertig reden. Ich habe nur auch noch mal eine Frage. Aber vielleicht erst mal fertig machen. Ja, ich wollte nur noch mal betonen, dass dieses sich lange kennen, dass man Eltern einfach raten muss, ihr müsst unbedingt, wenn die Kinder 10, 12 sind, schon dran denken, dass die mal ausziehen. Schaut euch alles an, was es in der Umgebung gibt. Aber schaut auch, dass eure Kinder Hobbys machen mit anderen zusammen, dass die nicht immer nur allein einzelbetreut irgendwas machen, sondern dass die auch Freundeskreise, ob es jetzt richtig Freundeskreise sind, aber aus so etwas war praktisch der Nährboden. Und das, denke ich, ist schon gut. Ja. Ich wollte eigentlich nur fragen, gibt es denn im Internet irgendwas über Ihr Projekt? Ja, wir haben eben die Homepage wir-regensburg.de. Aber also wir-regensburg. Und kann man sich an Sie wenden? Weil ich bin ja so ein Umschlagplatz, der ganz viel Informationen auch weitergibt. Wäre das okay für Sie, dass ich das einfach auch anderen weitergebe? Weil Sie haben so viele tolle Erfahrungen, von denen so viele profitieren könnten. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ich bin ja momentan noch Vorstand und deshalb ist meine Telefonnummer noch auf der Homepage. Aber wir wechseln im Juli.
ein Nicht-Vater, ein anderer Bewohner, der nicht aus dem Behinderten, keinen Bezug zum Behindertenbereich hat, übernimmt meinen Posten. Ich möchte mich da jetzt ein bisschen rausziehen, das war jetzt anstrengend genug. Und dann bin ich halt auf der Homepage auch nicht mehr zu finden. Mhm. Also Sie können gerne meine Telefonnummer sich merken. Oder vielleicht in den Chat schreiben, dass man so als Kontaktdaten, wenn Ihnen das. Oder vielleicht eine gute Idee über den Herrn Polzfuß, den kann ich ja Daten hinterlassen. Ja, gerne. Ich denke bloß so, und der Angelman-Verein, eben dadurch, dass wir über ganz Deutschland verteilt sind. Wir haben ja immer gute Kontakt, auch in geschlossenen Facebook-Gruppen, sodass wir auch einen Überblick haben, da ist jetzt einer, der wird so wohnen, da ist einer, da gibt es die Probleme. Da sind wir immer mit dem Thema Wohnen und herausforderndes Verhalten irgendwie dran am Thema. Also bei uns im Verein gab es auch immer wieder mal Vorträge oder Besprechungen. Also der Urs hat auch mal einen großen Vortrag bei der Jahresversammlung bei uns. Ja, weil ich bin ja auch in vielen Facebook-Gruppen und versuche die dann auch immer zu matchen, im Grunde genommen. Weil ich halte es halt einfach für so wichtig. Das sind so wertvolle, wichtige Erfahrungen, von denen so viele profitieren könnten. Einfach als Blaupause, dass sie selber vielleicht auch adäquat ja in ihrem Lebensraum, was zumindest schon mal wissen, so könnte man es machen. Die machen es dann so, wie sie es für in ihrem Lebensraum eben richtig ist mit ihren Kindern. Aber dass man schon mal die Vorstellung hat, es geht, also es geht irgendwie, ne? So, das ist schon mal ganz wichtig einfach als Ermutigung. Aber also so ganz unbekannt sind wir in Bayern zumindest nicht. Also wir haben schon viele Besuchergruppen gehabt, die sich das angeschaut haben. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, dass es dann. Ich bin ja nicht bloß Bayern, ich bin dann schon drüber raus. Also ich versuche halt einfach, sagen, es klappt, man kann es machen und einfach ermutigen. Und dass die auch mal nachschauen können, wie es bei ihnen klappt und selber sich dann vielleicht sagen, dann könnten wir es ja auch mal in Angriff nehmen. Also das fängt ganz unten an bei mir. Ja, aber zu viel sollte ich für alles rein ehrenamtlich und ich wollte das jetzt eigentlich alles ein bisschen runterfahren, weil gar wir nicht, haben schon. Da ist gar nicht auf Sie, sondern dass ich einfach halt dann nur so, wenn Sie irgendwo im Internet sind, dass ich halt einfach sagen kann, da gibt es Strukturen, da haben Leute was gemacht. Das ist nicht auf Sie persönlich, soll es nicht bezogen sein. Also unsere Homepage wird man immer anschauen können. Genau. Und da kriegt man immer einen Kontakt her. Und die Vaubonnaise ist eine genauso interessante Adresse, weil es eigentlich das gleiche ist. Okay. Hat auch eine eigene Homepage. Und wir bauen ja bei Wohnsinn gerade so ein Unterstützernetzwerk auf für Leute, die selber was gründen wollen. Also das ist so die klare Richtung jetzt von uns, dass wir vor allem Menschen dabei unterstützen wollen, selber sowas zu gründen, weil wir gemerkt haben, dass es ja oft, also halt nicht vom Himmel fällt, sondern oft aus der privaten Initiative heraus entsteht. Und da haben wir jetzt auch 4 Regionalstellen in München, Köln, Bremen und Dresden, die immer Ansprechpartner auch sind für Leute, die sowas selber gründen wollen. Alles ja, wir vernetzen uns vielleicht einfach nochmal wieder ein bisschen mehr, dann können wir mal Brainstorming machen, weil da ist tatsächlich unglaublich viel Bedarf und ich finde, wir müssen uns selber auf den Weg begeben und wir können das auch und dann die Hilfen in Anspruch nehmen, die uns auch wirklich helfen und unterstützen, aber es muss individuell müssen wir auch als Betroffene oder auch als Eltern, als Angehörige selber eben auch uns auf den Weg machen und das tun, was wir so tun können. Und keine Angst vor diesem persönlichen Budget haben, weil das eben gerade beim herausfordernden Verhalten diese Möglichkeit birgt, so individuell auf das Kind zugeschnittene Unterstützung zu kriegen. Genau. Und wenn es dann nach 10 Jahren doch in was Normalem endet, dann hat er zumindest 10 gute Jahre gehabt, wo er sich verwirklichen konnte. Also Sarah hatte noch eine Frage. Ja, ich hätte gerne eine Frage. Und zwar, meine Tochter bekommt ja das persönliche Budget und hat diese 24-Stunden-Assistenz, wohnt in einer WG und hat ein Assistenzzimmer neben ihrem Zimmer. Mhm. Und das ist jetzt erstmal auch ganz okay so, aber wir planen in die Zukunft da tatsächlich eine richtige inklusive, dass sie eine inklusive WG zieht. Und meine Frage ist, ist es möglich, oder kannst du mir noch nicht so gut vorstellen, dass meine Tochter trotz ihres großen Unterstützungsbedarfs in einer WG mit vielleicht Menschen, die
auch andere Behinderungen haben, aber vielleicht nicht so herausfordernd sind. Und sie da mit ihrem persönlichen Budget und ihrer Assistenz mitwohnt. Also das heißt, meine Tochter würde vielleicht 2 Zimmer beziehen, 1 für die Assistenz. Also kennt irgendjemand von euch sowas schon in der Art? Also die Assistenz wohnt dann da oder ist das sozusagen das Arbeitszimmer von jemandem, der dann da tagsüber arbeitet? Genau, das sind ja 8 verschiedene Leute, die immer wechseln, aber die haben halt ihr eigenes Zimmer und genau, gestalten dann in der WG oder begleiten dann meine Tochter in. Und da besteht jetzt nicht die Idee sozusagen, das mit anderen zu poolen, die auch in der WG wohnen, dass man sagt, man teilt sich zum Beispiel so ein Assistenzzimmer oder? Ja, das könnte man für die Nacht überlegen, aber ich bin so ein bisschen, also ich bin so ein bisschen vorsichtig mit dem Poolen, weil dieses Budget, was sie gerade bekommt, ist sehr großartig und auch sehr umfangreich. Und wenn wir anfangen zu poolen, dann, dann ist es nicht mehr so individuell. Also, könnte man das vielleicht über die Architektur lösen, dass es, dass sie schon eine abgeschlossene eigene Wohnung hat, aber eben viel am irgendwie noch mitzahlt an einem Gemeinschaftsraum von der WG, die daneben ist. Also in Einrichtungen wird das ja auch manchmal so gemacht, dass dann Fittere irgendwo unter das Dach ziehen, eigentlich alleine wohnen, aber dann zum Essen in eine Gruppe reingehen oder so. Also zum Beispiel eine Clusterwohnung an der WG, also zusammen. Ja. Okay. Ja, okay. Und dann habe ich noch eine Frage, und zwar, ich weiß jetzt gar nicht, ob es noch andere Eltern auch gibt oder auch noch speziell eben für Menschen mit psychischen auch Erkrankungen und geistiger Behinderung. Gibt es da irgendwas? Weil das sind ja meistens auch herausfordernde Verhaltensweisen, die da sind. Also mir ist jetzt kein Verein bekannt, der da sich darauf spezialisiert hat, aber ich kann mich gerne nochmal umhören. Also häufig sozusagen, man kann von der Wohlfahrt halten, was man will, aber die sind ja schon meistens sehr breit aufgestellt, dass die schon auf verschiedene Themenfelder, wie jetzt zum Beispiel die, sag jetzt mal, Doppeldiagnose, psychische Einschränkungen und geistige Behinderung, dass die dann da bestimmt auch irgendwo einen Referenten oder eine Arbeitsgruppe oder sowas dafür haben. Kann ich mir vorstellen. Ja, das wird ja. Was macht man mit den Doppeldiagnosen oder ob es da Ansprechpartner gibt? Also vielleicht mal im Internet nachgucken, also ich kann jetzt nicht sagen, ob die irgendwas wissen, aber bei der kunterbunten Inklusion, die sind ziemlich gut aufgestellt. Das sind einfach Eltern, die sich da zusammengetan haben und ihre Erfahrungen austauschen aus ganz vielen Ecken von Kindern mit Behinderung und Jugendlichen mit Behinderung. Da ist auch so ein Pool von Wissen. Kunterbunte Inklusion, die sind auch, das ist ein Verein, der sich eben neu gegründet hat und die sind aber auch im Internet ziemlich präsent, haben auch eine WhatsApp-Gruppe, wo sie sich also ganz heftig austauschen und ganz individuell auch ihre Erfahrungen weitergeben. Okay, Marianne Mittel ist es. Ja. Die das geleitet und gegründet hat. Wo sind die örtlich angesiedelt? In Dachau. In Dachau, in Bayern. Mhm. Das ist halt auch so, da habe ich irgendwo mal gesagt bei einer Veranstaltung, tut euch halt zusammen. Das ist ja so immer mein Petitum, dass ich sage, es wohnen, da wo man wohnen, muss man sich halt zusammentun, zu zweit, zu dritt oder zu fünft und überlegen, was man machen kann, zu den Politikern gehen vor Ort und mit denen besprechen, dass man das und das Anliegen hat. Also sich wirklich so Cluster bilden, so Inseln bilden in den Sozialräumen. Und das haben die dann auch tatsächlich gemacht und da haben sie einen Verein draus gegründet und die sind unglaublich tough und sind sofort an die Politik gegangen, sprechen mit Politikern und ganz gezielt bringen selber ihre Bedarfe ein. Und das ist wirklich sehr erfolgreich, finde ich. Ist das auch ein Wohnprojekt? Das ist kein Wohnprojekt, das sind nur Eltern von Kindern mit Behinderung. Kindern, Jugendlichen, die einfach die haben ihre Kinder in ganz unterschiedlichen Strukturen. Aber die tauschen halt einfach ihre Erfahrungen aus, ne? Weil jeder hat eben eine andere, wieder ein Puzzlesteinchen.
Und weil so eine Gesamtschau gibt es ja einfach nicht. Ja? Wir haben ja ein total starres System, wo immer jeder in seinem Bereich mit seinen Grenzen irgendwas macht und die Schnittstellen sind oft gar nicht bedient. Also da muss ich jetzt sagen, dass bei uns das eigentlich nicht so war, sondern in der WG, da war der Verein gemeinsam, auch bei der Bezahlung vom Urs und so am Anfang, der Verein gemeinsam leben, gemeinsam lernen. Da war der VKM Regensburg, das sind alle bei uns drin. Die Elternrunde Down-Syndrom plus, waren noch vier. Ach so, und noch so ein Verein, so ein Inklusionsverein, der sich für den Arbeitsplatz interessiert hat. Und wie ist auch jetzt noch so, dass da die Eltern in den unterschiedlichen Vereinen engagiert sind und wir da durchaus alle zusammen an einem Strang gezogen. Ja, das ist mehr die Schnittstellen zu den Politikern, zu den Behörden, lauter solche Sachen. Das sind oft so starre Grenzen, dass man das alles durchlässiger macht. Das mag in Regensburg sehr gut funktionieren, das ist toll, aber das ist natürlich nicht überall so. Und also da auf jeden Fall kann man halt profitieren. Man kann sicher von ihren Erfahrungen profitieren, aber eben auch, also die kunterbunte Inklusion geht jetzt auch so ein bisschen über Bayern dann raus. Zwar in Bayern gegründet, aber die strecken sich auch so immer weiter ihre Fühler aus. Denen geht es halt ganz grundsätzlich darum, dass Inklusion auch wirklich praktiziert wird und nicht nur auf dem Papier geschrieben ist. Ich würde gerne nochmal als Diskussionspunkt in die Runde stellen. Ich habe jetzt gemerkt, und das merke ich bei ganz vielen inklusiven Wohnprojekten, es braucht einfach unglaublich viel Eigenengagement und Know-how, um sowas anzustoßen. Und mein Ansinnen mit Wohnsinn ist ja, wenn man sozusagen ganz allgemein formuliert, so diese Schwelle von wie schwierig es ist, inklusives Wohnen umzusetzen, immer weiter runterzudrücken, dass es sozusagen irgendwann einfach das Einfachste von der Welt ist, sage ich jetzt mal, oder so einfach wie andere Wohnformen für Menschen mit Behinderung halt auch. Vielleicht da nochmal sowohl Frau Fischer als auch alle anderen so, was glaubt ihr, was sind denn die Schrauben, an denen man drehen muss, um das so ja mit einer breiteren Masse möglich zu machen und dass es nicht weiter nur so Leuchtturmprojekte bleiben? Also ich glaube, eine Idee ist eben, sich an Genossenschaften und vielleicht auch an kommunale Wohnbaugesellschaften zu wenden, dass da auch Wohnraum entsteht für Menschen, die nicht nur barrierefreien Wohnung brauchen, sondern besondere Grundrisse, einen Sozialpädagogen im Haus, Gemeinschaftsräume, es kann immer wieder irgendwas anderes sein. Die Nähe zu irgendwas, zum Bezirkskrankenhaus oder jedenfalls ist bei uns gibt es immer nur eine kommunale Wohnbaugesellschaft, da war bisher überhaupt keine Chance, da einen Ansprechpartner zu haben, aber da ist jetzt ein neuer Chef und ich denke mir, da wäre sowas zum Beispiel, würde jetzt auch funktionieren, die Genossenschaften in München, also da kann man das inklusive Wohnen normal machen, wenn die bauen, das nicht nur das barrierefrei bauen, sondern auch das Schaffen von so besonderen Angeboten als ihre Aufgabe ansehen. Ja, und Eltern ermutigen, dass sie wirklich da auch sich trauen, Kontakte zu knüpfen. Viele wissen einfach gar nicht, dass sie da sich ja auch bemerkbar machen können. Überall eigentlich. Und auch sagen, wie sie es gerne hätten, ob das in der Schule ist, ob das beim Wohnen ist, einfach ermutigen, sich nicht zu verkriechen, sondern wirklich auch die Interessen ganz durchaus selbstbewusst wahrzunehmen. Wirklich Ermutigung ist für mich ganz wichtig. Aber wahrnehmen, also ich bin halt viel angerufen worden, das sind oft Leute, die sich eigentlich schon, da liegt es nicht am Trauen, aber es liegt dann dran, dass sie Einzelkämpfer sind, dass sie sich erst zusammentun müssen. Und was wollen die Leute? Wollen die wirklich, so wie wir, ein Projekt machen? Die meisten wollen nur sagen und erwarten dann von irgendeinem Träger, dass er etwas aufbaut. Das sind nicht viele Gruppen, die selber etwas wie inklusiv Köln oder so, was
gründen und was auf die Beine stellen, sondern kann man schon ermutigen, aber oft wollen die Leute nur sagen, ist ja auch schon gut, ich brauche dieses oder jenes und erwarten dann, dass das gebaut wird oder entsteht. Aber wäre ja auch ein Weg, das sozusagen einfacher zu machen, wenn sich einfach, wenn man es schaffen würde, Träger der Wohlfahrt, die ja schon einfach überall Strukturen haben, dazu überzeugen, dass die mehr in die inklusive Richtung gehen. Ne? Richtig. Mhm. Das kann Vorteil überzeugen, auch für die Träger von der Wohlfahrtsverbände letzten Endes, von dem Vorteil zu überzeugen, wenn sie sich in die Richtung bewegen würden, dass sie davon eben, dass alle davon Vorteil haben, aber sie natürlich auch. Ja, das stimmt. Meine Wahrnehmung ist, Entschuldigung. Ich hab ungefähr seit 3 Jahren jetzt schon hier in Berlin verzweifelt gesucht, wer ist denn für die Altersgruppe, also mittleres Alter von meiner Tochter, wer würde sich dort anbieten sozusagen. Ja, es gibt hier Träger, aber niemand interessiert sich für so ein Projekt, wie es in Köln gibt, nämlich hier, dass Behinderte und Nichtbehinderte im gleichen Haushalt zusammenleben. Also ich finde die einfach, wie gesagt, die Konstruktion finde ich ganz hervorragend, aber ich stelle fest, ich finde von den großen Verbänden hier niemanden. Ich habe auch Kontakt zum Paritätischen aufgenommen. Also in Berlin ist eigentlich alles vorhanden, was man braucht. Es gibt den Paritätischen, es gibt einen Verein, der die Verbindung zu Wohnungsbauunternehmen und Genossenschaften macht. Es gibt Studenten hier der Heilpädagogik, die dort als Nichtbehinderte hervorragend geeignet wären. Und es gibt einen Wahnsinnsbedarf. Also es gibt Projekte, ein paar, die das Wort inklusiv führen, die haben aber nicht die Verbindlichkeit, die ich mir vorstelle. Also da inklusiv bei denen zum Beispiel heißt, hier wohnen Behinderte und in der Nachbarschaft wohnen nicht Behinderte, die können sich mal treffen, brauchen sich aber nicht treffen sozusagen. Keinerlei Verbindlichkeit. Dort, wo Verbindlichkeit besteht, ist es aber größtenteils wieder so mehr Richtung stationärer Bereich. Die stellen selber fest, am Wochenende läuft dort auch relativ wenig. Und also mein Anliegen wäre nochmal, ich finde einfach das Modell Köln ganz hervorragend. Und mein Anliegen wäre jetzt hier, wie komme ich dazu? Zum Beispiel ist es so, dass Familien, in denen Menschen im mittleren Lebensalter wohnen, die sind meistens schon ausgebrannt. Die haben, da leben die Kinder auch in der Regel hier in Einrichtungen und die haben jetzt frustrierende Erlebnisse mit Einrichtungen und wollen jetzt dort Änderungen herbeiführen. Aber so ein inklusives Projekt aufzubauen wie Köln, da brauchst du eine Menge Power dazu. Also mir würde zum Beispiel vorschweben, dass man jemanden findet, als Projekt für eine bestimmte Zeit, was weiß ich, wie lange das dauert, Viertel, halbes oder ein Jahr, der hauptberuflich sich mit dieser Problematik auseinandersetzt, der sich mit Köln auseinandersetzt, der die Details heranholt und der diese Sache macht. Natürlich, die interessierte Eltern können da gerne unterstützen, aber so ein Modell könnte ich mir sehr gut vorstellen. Alles andere, wie gesagt, an bestehende Träger heranzugehen, bis jetzt, da ist fast null oder das ist unwahrscheinlich träge. Die schicken ihre Leute, schicken sie zur Schulung hier zu Frau Strohecker hin, habe ich den Eindruck. Ja, die werden da geschult, die kriegen dort ihr Testat und das war's sozusagen. Ich habe selber an der Schulung letztens teilgenommen, an der Online-Schulung. Ich habe angeregt, dass wir uns mit Mailadressen austauschen. Ja, nichts. Danach ist nichts passiert sozusagen. Ja, also auf meine Mail, die ich verschickt habe, keine Antwort. Ich stelle auch fest, ich bin auch schon, wie soll ich sagen, ich gehe auf die 70 zu hier. Ich kann so ein Projekt, also ich kann keine Frau Sporiker mehr werden, aber ich bräuchte eigentlich jemanden, der dort befristet die Sache übernimmt, von mir aus finanziert durch eine Lotto-Stiftung oder ähnliche Dinge und wo ich mich mit einbringen kann, mit den Kräften, die ich habe und wo ich dann was Gutes zustande kriege und mich dann anschließend doch zurückziehen kann. Ja, wer das 40 Jahre mit der Tochter im eigenen Haushalt gemacht hat, der hat hier, wie soll ich sagen, der ist so in gewissem Maße ein bisschen ausgebrannt, aber trotzdem habe ich ja meine Vorstellung, die ich da
machen will. Gut, jetzt habe ich aber so viel gequatscht, ich höre wieder auf. Ja, ich finde es auch einen wichtigen Beitrag. Ich wollte noch mal ergänzen, also wenn man jetzt so die Szene anschaut, auch deutschlandweit, es sind ja diese inklusiven Wohnprojekte und die innovativen Wohnprojekte sind ja fast zu 99% aufgrund von Elterninitiativen entstanden. Ja? Also auch das Prina-Modell ist ja auch zwar nicht so inklusiv, aber doch auch innovativ, weil persönliches Budget. Und da muss man schon mal sehen, auch wie die Frau Weiß es gesagt hat, es braucht wahnsinnig viel Engagement. Und wenn man halt voll berufstätig ist und dann vielleicht noch ein oder zwei Ehrenämter hat, dann fehlt einem tatsächlich da auch die Kraft, jetzt was Neues auf die Beine zu stellen. Und von daher würde ich das unterstützen, Tobi, wenn man irgendwie zumindest so eine Art Leitfaden oder zumindest irgendwie irgendwas verfassen würde, jetzt auch von Wohnsinn an Dingen, an die man auf jeden Fall denken muss, ja, also oder was so Rahmenbedingungen sind, sowas wie mit dem Clusterwohnen erklärt, was es für Alternativen gibt, wie das mit den Miethöhen ist und mit den Genossenschaften und so, weil da sind schon auch viele Eltern, die jetzt nicht so in diesem System drinnen sind, tatsächlich dann auch überfordert und dass man zumindest einfach mal da auch damit an große Träger dran gehen kann, weil ich glaube schon, dass das auch bei den großen Trägern immer mehr kommen wird. Und die tun sich vielleicht auch leichter, wenn sie sehen, aha, die Selbsthilfe überholt uns jetzt rechts, vielleicht müssen wir da doch auch mal aktiv werden, um da mal so einen sanften Druck auszuüben. Ich will dazu nur noch mal sagen, wenn die Kinder in so einem Mittelalter sind wie meine Tochter, hier dann ist es sehr schwierig, eine Elterngruppe mit gemeinsamen Zielen hier zu finden, weil die haben alle unwahrscheinliche, unterschiedliche Bedürfnisse. Und ich denke, das wäre besser, wenn man das machen könnte, sowas wie inklusiv Wohnen Köln quasi kopieren. Und ich denke, das wäre schlagartig, hätten wir in Berlin dieses Projekt auch mit ganz sinnvoll ausgefüllt, ja. Ich habe Verbindung so zu, was weiß ich, 6, 8 Leuten, aber zu denen hat noch niemand gesagt, hier, ich habe allen hier ein bisschen was von Inklusivwohnen Köln zukommen lassen oder erzählt, aber ich habe noch niemand gesagt, jawohl, da kämpfe ich jetzt dafür hier. Die haben alle ihr Problem wollen sie lösen und sie sagen, welche Einrichtung kannst du mir denn nennen hier in Berlin? Ja, ich kann nie keine Einrichtung nennen. Ich bin ja dafür, dass eine Einrichtung entsteht und wenn die entstanden ist, also ich meine, wie viele Plätze sind denn das bei Inklusivwohnen Köln? Das sind ja auch ganz, ganz wenige Plätze. Das sagt mal kurz Tisch und dann sind die allesamt besetzt. Also da sehe ich überhaupt kein Problem drin. Man muss eben jemanden finden, den man überzeugt, so einen Teil auch tatsächlich mal zu etablieren. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also das merke ich auch immer, dass wir bei Wohnsinn daran scheitern, wenn wir die Anfrage bekommen, ich hätte gerne sowas jetzt hier bei mir vor Ort. So, da können wir nicht unterstützen. Wir können als Wohnsinn momentan unterstützen, wenn jemand sagt, so hier bin ich und ich möchte das umsetzen und ich stecke da jetzt meine ganze Power rein und dann versuchen wir das Wissen zu vermitteln, was es eben von erfolgreichen Projekten wie hier aus Regensburg oder aus München oder aus Dresden oder aus Köln, wie du jetzt schon öfter angesprochen hast, das dann rüberzugeben. Aber so dieser Impuls, das ist ganz schwer, den kann man niemandem von außen geben. So, ne? Entweder man nimmt das Heft in die Hand und hat auch die Energie dafür. Und ich habe wirklich auch vollstes Verständnis vor jedem, der sagt, diese Energie fehlt mir jetzt. Und ich meine, es ist ja auch einfach schon allein sozusagen sich täglich als pflegender Angehöriger zu kümmern, ist schon ein großes Ding. Also es ist gar nicht, dass es, glaube ich, bessere oder schlechtere Eltern gibt, aber es ist unglaublich schwer, jemand dazu zu befähigen, das in die Hand zu nehmen, wenn es nicht aus den Personen selber kommt. Ich würde auch noch sagen, was Sie ja gefragt haben, woran liegt es. Wir sind sozusagen Einzelkämpfer, aber nicht mehr bei den Schulen. Wir waren in verschiedenen Gruppen, die ähnlich sind wie unser Sohn, die sind in sehr engen, sehr Leuten, Weg ist untergekommen. Und bei allen anderen Elterngruppen haben wir überhaupt keine Chance. Und allein deswegen nicht, weil die haben ganz andere Interessen oder ganz andere Möglichkeiten, die wir nicht haben. Und dann ist
der eigene Sohn sehr schnell allein. Zumal bräuchte man einen Betreuer, der Kompetenzen hat, oder man braucht überhaupt einen Betreuer. Wenn man den nicht hat, dann ist man Einzelkämpfer. Weil wir finden ja gar nicht mal eine Gruppe. Wenn, dann gibt es Einzelne, denen zu geben mir, aber man kann nicht lauter Menschen mit extrem schwierigen oder nicht extrem schwierigen, aber mit Verhaltensweisen, die man erkennen muss und mit denen man in bestimmter Weise umgehen muss und wo erstmal auch eine Akzeptanz von den Menschen da sein muss. Das kann man nicht irgendwo herzaubern. Und solange es das nicht gibt, die können nicht alle zusammenpassen. Also es können ja alle die, in Anführungszeichen, schwierigsten Leute zusammenpassen, weil es gibt kein gutes Miteinander. Es muss irgendwie auch eine Verschiedenartigkeit der Bewohner sein. Ich weiß nicht, ob ich mich klar verständlich gemacht habe, warum es manche Einzelkämpfer gibt, weil oft nicht die Chance für was anderes da ist. Also ich mag kein Einzelkämpfer sein, aber ich sehe, was du meinst, so, ne? So Eltern von Menschen mit Down-Syndrom, die haben sich relativ oft schnell gefunden, so von wegen, okay, gleiches ja. Syndrom, die Menschen sind ja trotzdem sehr individuell, aber es ist oft schneller so ein Gruppengefühl daher. Genau, und wenn es dann noch nicht ein Nichtsprecher ist, wie ihr Sohn auch, dann ist es nochmal schwieriger. Und wenn ein anderes Kommunikationsverhalten hat, wissen sie ja auch, also irgendwie wird es sehr schwierig. Wir haben es während der Schulzeit immer versucht, Leute einzuladen, eine Gruppe zu finden, es ging nicht. Wir haben ich habe sogar nochmal eine Gruppe gegründet, eine Jugendgruppe. Der erste, der rausgeflogen ist, war unserer, weil er eben schwieriger war wie die anderen. Und so geht es immer weiter. Ja. Das Thema Schwierigkeiten. Marita Holper hat sich schon länger gehört. Ich wollte nochmal Mut machen. Also ich habe auch per Zufall die Frau Streucker kennengelernt von Inklusiv Wohnen Köln e.V. und habe gedacht, das ist genauso das, was ich mir für Aachen vorstelle. Und dann sind wir waren sehr schnell, ich habe mir sehr schnell gleiche Interessenten gesucht. Wir kannten uns zum Teil auch schon vorher, aber wir hatten alle das Thema Wohnen als Hauptthema. Ich denke mir, das ist schon mal ein wichtiger Schritt, dass man wirklich dann sich auch Leute sucht, die wirklich Wohnen suchen. Und wir sind natürlich dann als erstes an die gemeinnützige Wohnungsgesellschaft gegangen in Aachen. Die hat uns sofort abblitzen lassen. Und dann sind wir zur Stadt Aachen, haben da aber wirklich offene Türen eingelaufen. Dann ein Grundstück in Erbpacht in Aussicht gestellt. Und dann haben wir auch sehr relativ schnell einen Investor gefunden, auch mit Hilfe der Stadt. Und wir werden also jetzt mit dem Investor bauen und werden die Räumlichkeiten hinterher anmieten. Und eigentlich inklusiv Wohnen Köln 1:1 in Aachen umsetzen. In einem etwas kleineren Haus, weil das Grundstück nicht mehr hergibt, also uns fehlt dann eine Etage, aber trotzdem, ja. Und das hat eigentlich alles sehr, sehr gut bisher geklappt. Hoffen wir mal, dass es so weitergeht. Also nur so zum Mut machen und wie der Weg auch sein kann. Wie hat es denn, weil das ja scheint ja so ein ganz entscheidender Moment zu sein, wie hat es denn mit dem Gleichgesinnten finden gut geklappt? Das hat sehr, sehr schnell. Also wir kannten uns zum Teil auch schon vorher. Und wir könnten gleich ein neues Projekt aufmachen mit Warteliste, die wir haben. Und wir haben natürlich auch einen Workshop mit Christiane Streucker gemacht, der Aktion Mensch gefördert war, um uns halt eben auch so den Weg zu ebnen. Sarah, du hast noch was dazu? Ich muss sagen, dass, ich glaube, es wurde vorhin schon von... Jetzt bist du stumm gerade, Sarah. Dass es wahnsinnig sinnvoll ist, einen Stammtisch zu gründen. Also ich bin keine Gründerin, aber ich bin zu einem Stammtisch dazugestoßen. Und, hört ihr mich? Ja. Und habe dort dann eben Gleichgesinnte gefunden und tatsächlich... arbeiten wir seit einem Jahr auch ganz intensiv an einem Projekt dran mit einer Wohnungsbaugesellschaft, die da auch sehr offen ist. Und ich merke einfach, also ich würde einfach empfehlen, überall über Stammtische zu gründen. Auch wenn die erstmal nur zu zweit sind oder zu dritt, aber die füllen sich nach und nach. Mhm. Also
Und ich meine, es passt nicht immer. Die einen gehen, die anderen kommen, aber vielleicht hat man Glück, dass irgendwann dann 3, 4 übrig bleiben, die dann wirklich an einer Seite arbeiten. So. Ja, Frau Böhm. Also man kann auch virtuelle Stammtische gründen, das habe ich auch. Also ich bin auch an virtuellen Stammtischen dabei. Zum Beispiel, also Angehörige haben das gegründet und die treffen sich halt zu bestimmten Uhrzeiten dann über Zoom, ne? Und machen so einen Zoom-Stammtisch. Also, oder man kann ja auch abwechseln, ne? Man kann, also das kann man auch hybrid machen, das kann man auch mehrgleisig fahren. Also ich glaube, da ist ganz viel drin und für mich ist das ein Schlüssel für die Zukunft, also mal anfangen, Menschen zu sammeln, dann vielleicht über solche Tools wie Stammtische oder so und dann rausfiltern, was haben wir denn gemeinsam, worum geht es uns denn und finden sich vielleicht ein paar zusammen, die dann eben auch tatsächlich was unternehmen. So. Genau, da würde ich auch sagen, was auch total sinnvoll ist, parallel zu diesen Stammtischen, wo sich ja oft dann Angehörige treffen, auch Stammtische zu machen für die Leute, die sich fürs Wohnen interessieren. Also die richtig. Oder und auch was gemeinsam unternehmen. Genau. Vielleicht dauert das dann auch 1, 2 Jahre, dass die erstmal immer was zusammen machen. Einfach auch so gucken, was das zusammen Ideen entwickeln. Weil es geht ja auch immer noch darum, dass nicht nur wir als Mütter, Tanten, Omas uns kümmern, sondern wirklich auch die Leute einbringen, die dann auch da wohnen wollen. Und das halt auch so früh wie möglich, glaube ich. Stimmt. Und dann kann man nämlich auch gucken, wie das mit dem herausfordernden Verhalten ist, wie die anderen auch damit klarkommen. Mhm. Also das ist jetzt zumindest der Weg, den wir jetzt gerade gehen. Mhm. Super. Gut, ich glaube, ich würde hier mal versuchen, so ein bisschen den Bogen nochmal zu spannen. Ich merke, dass das ein Thema ist, was, glaube ich, total wichtig ist, was wahrscheinlich jetzt auch nach 2 Stunden noch gar nicht ausdiskutiert ist. Und wie gesagt, das ist ja jetzt auch gar nicht sozusagen heute eine einmalige Veranstaltung gewesen, sondern es ist ja eigentlich als eine Arbeitsgruppe gedacht, die auch gerne weiter rund ums Thema inklusives Wohnen für Menschen mit komplexen Unterstützungsbedarfen diskutieren soll. Und vielleicht können wir einfach eine sozusagen Feedbackrunde machen, so wie hat es euch heute gefallen und gerne dann eben auch noch mit dem Impuls, was würdet ihr denn beim nächsten, ich denke mal, es ist auch aufgrund von Corona erstmal wieder ein Zoom-Meeting und kein persönliches Treffen, was würde euch denn da interessieren, sei es als Input oder auch als Diskussion oder man erarbeitet was zusammen, dass wir einfach nochmal so eine Runde machen, einmal wie was heute und was gibt es für Wünsche für nächstes Mal oder die nächsten Male. Ich schalte mal mein Audio schnell ein. Also mich würde erstmal interessieren, damit wir die heutigen Teilnehmer auch Kontakt untereinander haben können, ob wir vielleicht hier im Protokoll eine Liste von der Namen und eventuell Mailadressen, Handynummern oder dergleichen mit veröffentlichen können, damit wir untereinander Kontakt haben. Ich hatte ja das mit der Anna Elberg schon mal ganz positiv nach dem letzten nach unserer letzten Videokonferenz machen können. Und das andere, für mich wäre das schon interessant, hier rauszukriegen, welche Möglichkeiten gibt es denn, um zum Beispiel hier über Lottomittel oder andere Sachen hier jemanden zu finden, der für ein so ein Projekt hier eine bestimmte Zeit lang voranbringen kann. Okay. Okay, ja, Finanzierung für Projektentwicklung habe ich aufgenommen. Von den E-Mails her, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, wir müssten ja alle schon irgendwie in Kontakt sein. Ist irgendjemand, der nicht über den Newsletter dazu gestoßen ist? Sonst würde ich, ihr könnt mir gerne sozusagen sagen, wenn ihr das nicht möchtet, sonst kann ich die E-Mail-Adressen einfach aus dem Newsletter-Tool raussammeln und dann einfach das Protokoll im Anschluss an alle verschicken. Ich hatte jetzt nicht ganz verstanden, über welchen Weg du gefragt hast, wer zugestoßen ist. Über den Newsletter von Wohnsinn. Ach, doch, ich glaube, ja, doch. Ja. Mhm. Auch? Ja, das wäre eine gute Idee. Okay, super. Dann schicke ich da einfach an alles Protokoll und dann habt ihr auch jeweils voneinander die Adressen.
Gut, Marita, magst du gleich weitermachen mit Feedback und Wünschen? Ja. Ja, ich fand die Runde sehr interessant und auch mal ja über nicht über eine Präsenzveranstaltung, sondern über die Videoveranstaltung, die ja im Moment überall gang und gäbe ist. Ja, mein Wunsch für die Zukunft wäre einfach, dass wir halt eben auch nochmal so ein bisschen, wie kriegt man oder wie bekommt man die, ja, das Herausforderungsverhalten der einzelnen Menschen dann auch in Stunden umgewandelt oder wie geht man da am besten vor? Und noch eine Frage wäre, ist die Frau Ried noch aktiv? Weil die kenne ich von vor einigen Jahren und war jetzt ganz froh, dass ich da wieder irgendwie den Namen von ihr gehört habe, weil ich kenne auch das Prina-Modell und wir sind jetzt ganz aktuell auch nochmal in Rosenheim gewesen. Da hat Frau Ried ja auch eine WG aufgebaut und die wussten aber eigentlich, oder haben es mir zumindest nicht gesagt, wo sie gelandet ist. Also die Frau Ried hat leider schon, als wir hier eröffnet waren, uns gesagt, dass sie dieses Kompetenzzentrum wieder stilllegt. Okay. Und sie hat, Annette, vielleicht weißt du das noch, war das 2017 oder hat sie dann völlig den Bereich verlassen und arbeitet, glaube ich, in der Altenpflege und leitet da irgendeine große Einrichtung. Also die ist leider keine Beraterin mehr, das war eine wichtige Sache und eine gute Sache, die für Eltern sehr hilfreich ist. Genau. Wann war das, dass die Frau Ried sich verabschiedet hat, Annette? Ist ja, egal. Ich meine auch so 2017 ungefähr. Okay. Ja, also das ist völlig aufgelöst. Das gibt es leider nicht. Ich kenne auch keinen anderen. Vielleicht 2018, aber... Ja gut, ist egal. Weil mir war jetzt nur, ich wollte jetzt nur die Info haben, ob sie noch aktiv ist in dem Bereich oder nicht. Nein. Wäre denn sonst auch generell der Wunsch nach mehr Expertise zum Thema persönliches Budget da? Ja. Also das war immer mein Wunsch, das habe ich in jeder Runde, die wir damals hatten, da gab es auch viele Veranstaltungen. Ich war da auch bundesweit bei Veranstaltungen und es ist immer so wenig Information zum persönlichen Budget, beim trägerübergreifenden persönlichen Budget ist ja so spannend. Wie findet diese Bedarfsermittlung, wie wird der Bedarf von meinem Kind festgestellt und dann umgerechnet in Stunden? Und so Sachen wären schon interessant, wenn Eltern da mehr drüber wüssten. Also ja. Dazu vielleicht auch als Hinweis, es gibt eine Bundesarbeitsgemeinschaft persönliches Budget und also wir haben jetzt zum Beispiel in Bayern mitgegründet, die Landesarbeitsgemeinschaft persönliches Budget Bayern. Und ich meine, also es gibt noch leider noch nicht in jedem Bundesland eine, aber es gibt in mehreren Bundesländern schon so Landesarbeitsgemeinschaften zum persönlichen Budget. Und sonst kann man vielleicht an die Bundesarbeitsgemeinschaft herantreten mit dem Wunsch, so eine Landesarbeitsgemeinschaft zu gründen. Die haben ja dann bestimmt auch Kontakte zu Leuten, die das auch schon aus dem gleichen Bundesland angefragt haben. Naja gut, aber gerade beim persönlichen Budget ist ja auch wichtig, dass die... Ja, dass die sich auch für die Menschen, die es nachher in Anspruch nehmen, einsetzen. Also und nicht da irgendwie mit, bei uns ist es zum Beispiel der LVA kuscheln oder dass man also da wirklich auch das Maximum rausholt. Ja. Gut, weiteres Feedback, weitere Wünsche. Christine, magst du vielleicht kurz weitermachen? Ich schubse euch jetzt einfach ins kalte Wasser. Christine, du bist noch stumm. Ich war gerade dabei, mich auszuklinken, weil ich jetzt gleich los muss. Aber ja, ich fand es auch total spannenden Input und ich glaube, dass es auch total hilfreich ist, das Ganze mal durchzuexerzieren an einem konkreten Modell, weil es dann viel klarer wird, auch an einzelnen Personen. Das fand ich jetzt total spannend. Auch vielen Dank für den Input aus Regensburg. Ich habe jetzt konkret keine Idee. Also persönliches Budget fände ich, glaube ich, für viele spannend. Insofern würde ich das mit unterstützen, aber ich habe jetzt keine weitere Idee. Und sage jetzt mal Tschüss in die Runde und muss jetzt leider raus. Super, ciao, Christine. So. Brigitte, magst du vielleicht, weil wir haben zwei Brigittes,
Brigitte von Storch, magst du kurz sagen, was würde dich bei weiteren Treffen interessieren? Ich muss jetzt erst verdauen alles. Ich fand das auch sehr interessant, weil doch ein paar Ideen gekommen sind. Ja, ich weiß es im Moment nicht so genau. Okay, ja, sonst könnt ihr das auch gerne im Nachgang noch an mich schicken. Ja. Genau. Robert, Rani und Frau, ich habe den Namen leider vergessen, wie war es für euch? Also für uns war es auch sehr, sehr aufschlussreich. Wir haben jetzt einen riesen Input bekommen, den müssen wir erstmal verarbeiten und würden uns dann aber auch beim nächsten Mal gern wieder mit einklinken. Und wenn irgendwelche Fragen wären, würden wir uns halt unter Umständen im Nachgang schriftlich melden, per Mail oder so. Super, alles klar. Vielen Dank. Gerne. Ich muss mich leider auch verabschieden. Ich fand's auch sehr interessant und würde auch nochmal unterstützen, dass man praktisch dann die Informationen zusammenstellt, die halt ganz wichtig sind, um so Projekte auf den Weg zu bringen, auch mit Anschubfinanzierungen, eventuell über Aktion Mensch oder sowas, was da für Voraussetzungen sind. Und ganz herzlichen Dank an die beiden Annettes in Regensburg. Tschüss. Danke, Konstanze. Familie Wilms, habt ihr noch Feedback? Also erstmal ganz herzlichen Dank an den tollen Input aus Regensburg mit vielen guten Ideen. Also für uns ist das jetzt, ich war einmal, wie gesagt, beim Stammtisch in Köln. Das ist natürlich Nachbarstadt, aber doch nicht Bonn. Von daher wäre jetzt eigentlich für uns mal der erste Schritt zu schauen, ob es Interessenten hier in Bonn gibt, die ähnliche Gedanken haben, also so wie wir angeregt haben, gemeinsame Leute oder finden, die gemeinsame Interessen haben für das Leben später, nach der Schule. Und zum anderen würde mich aber auch nochmal die Frage interessieren, meistens sind es ja lokale Projekte, die man ja in seinem Wohnort nah aufbaut. Aber ist es denn auch denkbar, dass, wenn sich eine Arbeitsmöglichkeit für einen Menschen mit Behinderung woanders finden, dass quasi auch ein Wohnort woanders in der Republik gewählt werden kann? Das wäre jetzt so eine Frage, wenn man jetzt nicht lokal denkt. Mhm. Also wohnen woanders oder ist das an Ländergrenzen gebunden wegen Finanzierung? Also das ist so eine Frage, wenn man überlegt, wohnen und arbeiten an einem Ort oder eventuell einen Arbeitsort woanders zu finden, in einer, was weiß ich, Wohngemeinschaft und dann ein Wohnort woanders. Also das ist ja nochmal so eine Frage, die ich jetzt auch gerade mir stelle, wenn ich überlege, wo wird denn unser Sohn mal arbeiten? Ja, spannende Frage, die ich gar nicht so einfach beantworten kann. Also ich habe schon von vielen Seiten gehört, dass sozusagen der Wechsel von einem Kostenträger gar nicht so einfach ist, weil es sozusagen sehr starre Verwaltungen sind und so, das ist mir jetzt als Barriere spontan eingefallen. Aber ja, ich weiß nicht, also da ich jetzt so aus vielen von euren Inputs rausgenommen habe, auch, dass einfach so das Wichtige ist, dass man Gleichgesinnte findet und wenn die Gleichgesinnten dann zufälligerweise halt woanders hocken, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch Sinn macht, sich dann eher mit denen an einem anderen Ort zusammenzuschließen, als mit denen, wenn es vor Ort einfach nicht passt. Gut, Anna, magst du noch irgendwas, irgendwelche Wünsche äußern? Ja, erstmal vielen Dank auch von mir. Schön nochmal von einem neuen Praxisprojekt, Erfahrungen zu hören, Infos zu bekommen. Ich kenne das Projekt Inklusiv Wohnen Köln, komme selbst aus Köln und habe mich auch theoretisch schon recht intensiv mit dem Thema inklusives Wohnen beschäftigt. In der Praxis kenne ich die Wohnen und ja, viele waren auch heute Thema. Und ja, es macht Mut, dass heute auch so viele dabei waren. Ich war sonst auch
schon bei dem Treffen der Arbeitsgruppe zu dem Thema. Da waren wir nicht immer so viele, deswegen war ich auch ganz überrascht, dass das heute so einen großen Namen hatte. Und ja, freue mich, wenn da weiter so viel Interesse und Vernetzung passiert, möchte selbst auch an dem Thema dranbleiben, aber habe da jetzt für das nächste Treffen oder auch für die kommenden Treffen keinen konkreten Wunsch. Also ich freue mich da einfach in Kontakt zu bleiben und ja, Erfahrungsaustausch weiter stattfinden zu lassen und ich denke, das sind schon eine ganze Menge. Okay, super. Ja, Frau Bühlen, haben Sie noch was? Ja, mir war es jetzt tatsächlich, also vielen Dank. Für mich war es einfach ganz, oder ist es immer ganz wichtig zu wissen, was wirklich gebraucht wird, weil ich ja in so vielen Ebenen unterwegs bin und versuche, Interessen zu vertreten oder einzubringen, auch andere Gedanken einzubringen in Strukturen, in denen diese Gedanken überhaupt nicht vorkommen. Also sprich in sehr viel auch ökonomisch interessierten Lobbyorganisationen, die mit der Politik zusammensitzen. Da sitzen keine Bürger, da sitzen keine Interessenvertreter normalerweise dabei und ich bin immer so das Alien und versuche halt dann einzubringen, wie die Bedarfe einfach sind an der Basis, wie ich sie selber kenne, aus meiner Familie, aus meinem eigenen Erleben, aber eben auch von vielen anderen. Und dann kann ich ganz anders dort auch agieren und ganz anders vertreten, mit ganz anderem Nachdruck vertreten, weil ich einfach weiß, es stimmt, was ich sage, obwohl es dort oft klingt, als ob ich vom anderen Stern wäre. Und also von daher gesehen, vielen Dank. Ich bin immer froh, wenn ich mit zuhören kann und bin aber auch sehr gern bereit, also so gut ich kann, mein Know-how und auch Möglichkeiten, Beziehungen, Netzwerkmöglichkeiten mit einzubringen, wo immer ich kann, auch zu selber zu vernetzen, einfach zu sagen, A würde vielleicht zu B passen und B vielleicht zu C und ich bin dann auch mal wieder weg, weil ich traue es uns einfach zu, dass wir selber so gut aufgestellt sind, auch als noch einfach als Menschen, als Bürger, dass wir durchaus selber auch was Neues auf die Beine stellen können. Wir wissen bloß oft nicht, wo wir anfangen sollen. Und dieser Erfahrungsaustausch und dieses Vernetzen auch der verschiedenen Ebenen halte ich für unglaublich wichtig. Und da wünsche ich mir, dass das also auch gerade jetzt im Zusammenhang mit Wohnsinn intensiviert wird. Ich weiß noch, also ich so, als Sie angefangen haben mit Wohnsinn, so oder als so das erste Mal so irgendwie bei so einem Barcamp ich Sie kennengelernt habe, dachte ich mir, super Idee vor Jahren und das hat sich so toll entwickelt und da gibt es so viele Baustellen noch, wo man auch parallel vernetzt und vernetzt weiterentwickeln kann, weiter basteln kann. Das ist wirklich wie so ein Lego-Bausatz. Da kann man immer wieder was Neues dran bauen. Und ich glaube, wir brauchen einfach Reformen und die können sich durchaus von unten entwickeln. Also wirklich von der Basis von uns aus, von unseren Erfahrungen aus entwickeln. Und da bin ich also immer dabei und bringe auch gern alles ein, was ich so an Möglichkeiten habe. Ja, das war es eigentlich. Ich finde es ganz toll. Super, ich freue vielen mich Dank. Immer, wenn ich einfach mit dabei sein kann. Ich möchte mich jetzt dann auch gerne verabschieden. Ja, ihm wollte ich zuletzt das Wort geben und ich glaube, damit haben wir es dann auch für heute. Ja, war interessant. Für mich ist es halt jetzt ein gegessenes Thema. Hat mich jahrelang unglaublich beschäftigt. Erstes überlegen, wie, dann das Durchziehen und jetzt ist es eigentlich eher ein entspanntes Erzählen. Okay, wenn Sie mal wieder Frage haben oder so, kann ich gerne auch wieder Fragen beantworten zu unserem System. Okay, also sehr gerne. Tschüss, danke schön. Tschüss. Oh Gott, dann ja, sage ich allgemein Tschüss in die Runde. Schön, dass ihr alle dabei wart. Und ja, ich denke, der nächste Termin so in meistens 2 bis 3 Monaten ungefähr. Danke. Dann, danke. Tschüss.